Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Stream. Moin, ihr Lieben, na? Alles gut? Alles Gute übrigens zum Nikolaus. Eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit wünsche ich euch. Und viele, viele tolle Stunden und überhaupt sowieso. Und alles, was ihr euch sonst noch so wünscht. Beispielsweise Simon the Sorcerer. Bei mir im Stream. Diesen Wunsch habe ich schon mal erfüllt. Das finde ich sehr gut. Dann können wir ja jetzt aufhören. Nein, Spaß. Einen schönen guten Abend. Lasst mich euch erstmal schnell begrüßen. Onkel, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen verwittert. Hallo, eure Heiligkeit. Moin, moin auch an Wolf. Hallöchen, Pain. Einen wunderschönen guten Tag an den Imlor. Und herzlich willkommen, Moses. Hallöchen. Hi, ihr Lieben. Bisschen leiser. Alles klar. Machen wir das Ganze ein bisschen leiser. So. Ich hoffe, so ist es angenehmer. Ich finde die Musik total toll, wollte ich bloß mal so weiterhin erwähnen. Ich finde das total super. Möglichst wenig Last Christmas im Auto. Wann war das gestern? Gestern haben wir es das erste Mal im Radio gehört und innerhalb von einer oder zwei Sekunden direkt den Radiosender gewechselt. Das war gruselig, das war ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, das musste unbedingt schnell wieder weg. Steph Sergeant, einen wunderschönen guten Abend. Du spielst meine Kindheit, ich schwelg dann mal in Erinnerung. Das freut mich sehr. Für mich ist es übrigens das erste Mal, dass ich Simon the Sorcerer spiele. Ich kenne es überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Stellen geben, wo ihr davor sitzt. Ah, was macht sie da? Ungefähr so wird es euch höchstwahrscheinlich ab und an gehen, aber ich habe wirklich, ich kenne es gar nicht. Ich schließe eine weitere Kulturlücke nach Monkey Island, wird es jetzt diese sein. Fans, einen wunderschönen guten Abend. Vio-Käse, Hallöchen, hi. Schon fast erträglich in der Lautstärke. Ich bin nicht lieb, natürlich bist du lieb. Mal wieder mit Minecraft anfängt. Wir haben tatsächlich schon mit deiner Mod-Zusammenstellung, nee, wir haben ja unsere eigene Mod-Zusammenstellung und es gibt tatsächlich schon Pläne dafür. Es gibt Pläne. Nicht anders als sonst auch. Ja, das stimmt, ja. Das ist wohl wahr. Das ist wohl korrekt, dass ihr dieses fast immer habt. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich denke, mit eurer Hilfe kommen wir da hoffentlich ganz gut durch. Ich hoffe wirklich, dass sich einige von euch noch an ihre Kindheit erinnern können, als sie es spielten und mir im Zweifel dann so einen kleinen Tipp geben können, was ich denn eventuell gerade falsch mache oder so. Ich habe den Bildschirm so gut es ging eingerichtet. Das war ein bisschen schwierig, weil natürlich das Spiel bei mir nicht im Vollbildmodus läuft, sondern in so einem kleinen süßen Fenster. Für euch ist das eigentlich kaum sichtbar, außer natürlich die Tatsache, dass wir jetzt rechts hier so diesen Bereich haben, den es sonst halt nicht so gibt. Aber das hatten wir ja bereits bei die Siedler. Und ich denke, wir kommen damit ganz gut zurecht. Hoffe ich doch. Silent, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Hi, hi. Dir auch noch einen schönen Nikolaus und so. Ganz genau. Gut, dass Wolf sie nicht spielen muss. Nein, ich finde die Mod-Zusammenstellung sehr angenehm, weil wir ja vorher hatten wir ja immer so riesige Technik-Packs und jetzt mal wieder sich auf Minecraft dann an sich so ein bisschen zu beschränken, also wirklich aufs Bauen zu gehen und so, finde ich eigentlich ganz schön. Das ist halt recht angenehm. Muss ich nicht so viel nachdenken, ob ich das gerade richtig mache mit der Mod. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich freue mich darauf. 480x46 Special Full HD. Ganz genau so in die Richtung. Yippie! Fansman! Das wird vermutlich der Fans sein. Aber ist das... Ich bin verwirrt. Ist das jetzt ein Zweit-Account? Was? Was? Fansman! What? Was ist da los?
Dankeschön, Fans. Soll ich dir jetzt... Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Richten wir dir jetzt ein zweites Zimmer im Kokon ein? Oder vergrößern wir einfach die Fläche deines ersten Zimmers? Ich bin verwirrt. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht. Dankeschön. Dankeschön für dein Prime-Sub, dein zusätzlichen. Fühl dich ganz, ganz doll angeflauscht. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Jutake, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Hi, hi. Auf und bauen, an Wayne Miner denk. Ja, das kann schief gehen. So, ich würd sagen, wir versuchen einfach mal mit Simon the Sorcerer loszulegen. Ich hab sowas von keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich habe zum Beispiel, was ich auch noch nicht gefunden habe, ist Galypsos Notiz, Postcard, Karte. Was macht der da? Benutze diese Karte, um schneller vorwärts zu kommen. Nice. Nice one. Größerer Raum klingt gut. Alles klar, Fans. Dein Raum wird also hiermit verdoppelt. Den Bau habe ich gerade in die Wege geleitet. Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen lieben Dank. Es sind jetzt 2 Quadratmeter. Dankeschön, Fans. Wirklich vielen lieben Dank. Oh, es ist lieb. Lieb, 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 lieb. Ach, das Inventar ist halt der Hut. Alles klar, Postkarte. Benutze es zum Speichern, Laden oder, wenn du ein Feigling bist, zu beenden. Benutze es zum Speichern, Laden oder, ja, und wenn du ein Feigling bist, zu beenden. Und wie? Wenn ich hier draufklicke, sagt er das nur. Öffne, benutze, benutze. Postkarte. So funktioniert's. Ich habe die ganze Zeit, ich hab Escape gedrückt gehabt und so und irgendwelche Tasten, weil irgendwie muss es doch ein Menü geben, du musst doch irgendwo speichern können in dem Spiel. Alles klar, jetzt wissen wir, wie das Speichern funktioniert. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Weiter. Vermutlich. Ja, weiter funktioniert. Sehr schön. Gut, das Wichtigste haben wir schon mal gefunden, wie man speichert. Super. Wow, dann kann ich ja jetzt schon fast sitzen. Ja, immerhin. Immerhin. Gummi-Doppelzelle für Fans, genau. Nicht nur Technikmods, ja, nicht nur. Weiser Fly, verändertes Schlafsystem, na klar, na aber, na hallo. Ach, viel zu viel. Viel zu viel. So, okay, dann, Schublade. Ach so, wir gehen ja so nur. Stimmt, so gehen wir nur. Ich würde gerne die Schublade anschauen. Eine flache Schublade im Schreibtisch des Zauberers. Wow. Ich würde sie gern öffnen. Oh, schau mal einer an. Da ist eine Schere drin. Schau an. Schere. Sieht aus wie eine Friseurschere. Wow. Nimm Schere. Und zack, in den Hut. Oh, Wahnsinn, wir haben eine Schere. Wir haben eine Schere. Wo ist denn das Intro? Das Problem mit dem Intro ist leider, dass das tatsächlich nur kommt, wenn ich das Fenster öffne. So, das heißt, ich darf dieses Fenster, während wir dieses Spiel spielen, auf gar keinen Fall unter gar keinen Umständen schließen. Dake VLP, vielen lieben Dank für den Follow. Warum kam kein Sound gerade? Böse Alertbox. Oder habe ich es überhört? Habe ich es eventuell überhört? Ich hoffe doch nicht, dass das daran liegt, wenn ich im Spiel bin. Ja, das Problem mit dem Intro ist tatsächlich, das kommt nur, sobald ich das Spiel starte. Und ich darf dieses Fenster hier auf gar keinen Fall verrücken, weil das für euch im Stream exakt zugeschnitten ist. Exakt auf die Größe des Fensters. Aber ganz genau. Das heißt, oben das ist alles weggeschnitten, an den Seiten weggeschnitten und unten weggeschnitten. Damit da nicht mein ganzer Bildschirm und alles noch mit drauf ist, weil das dann halt unschön aussehen würde. Deswegen kann ich euch leider das Intro nicht zeigen. Miep. Aber ich hab's gesehen, mehrfach. Und ich habe sehr gelacht. So. Ja.
In der Gummizelle. Das Praktische an der Gummizelle ist halt, es verletzt sich keiner. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Nicht? Ich finde es gut. So, wir haben eine Schere. Das finde ich total toll. Wir haben da ein Hündchen. Schau an, Hündchen. Ja, immer den Kassettenrekorder wegpackt. Mein kleiner Hund, Chippy. Dein kleiner Hund, Chippy. Alles klar. Können wir denn mit ihm reden? Rede mit Chippy. Ich möchte ihn nicht wecken. Warum nicht? Benutze Chippy. Mit was? Mit Feuer. Nein? Geht nicht? Schade. Onkel, okay, vielen lieben Dank für den Link. Das ist sehr, sehr schön. Nie durchgespielt, weil es zu schwer war. Google gab es damals noch nicht und ich war 8 Jahre alt oder so. Higurashi, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Ich kenne es noch gar nicht. Ich spiele es tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Ich spiele es komplett blind. Ich habe keine Ahnung davon. Und schließe für mich quasi eine Kulturlücke. Und hoffe natürlich, dass es im Chat ein paar gibt, die es damals gespielt haben. Und die es damals gespielt haben und vielleicht mir im Zweifel dann weiterhelfen können. Ja. benutze Chippy mit Feuer. Call Peter. Was können wir denn hier noch mit ihm machen? Wir können ihn tragen. Ein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. schön. Guten Abend, Länder Funny. Hallöchen, hi. Verzehre Hotdog. Ja, genau. Verzehre Hund. Na, exakt. Das ist quasi, ne, Hund mit Feuer, Hotdog und so. Verzehre? Verzehre Hund. Ich mag meinen Hund lieber gekocht. Na, wenn wir haben doch hier ein Feuer. Das wollte er nicht. Er wollte benutze Hund mit Feuer, wollte er nicht. Ich verstehe es nicht. So, schau an. Mystischer Bandteppich. Ein seltsames Bild mit seltsamen Symbolen. Aha. 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 Was ist das hier? Nichts. Ein Kühlschrank. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was? Wo kommt denn jetzt der Magnet her? Das ist ein wahres Prachtexemplar seiner Gattung. War der da vorher schon? Moment. wir sind hier nicht in China, Raub. Ja, entschuldige, es tut mir leid. Dil Kazumu, moin, herzlich willkommen, hi. Du es. Hallöchen, mein Lieber, hi. Moin. So, öffne Kühlschrank. Die Tür scheint zu klemmen. Nein. Benutze Magnet mit Kühlschrank. Das geht doch so nicht. Warum nicht? Ich dachte dann, vielleicht wird das leichter oder so. Nein. Okay, alles klar. Vielleicht hier als Hebel die Schere? Das geht doch so nicht. Nein, alles klar. Ich dachte, ich versuch's mal. So, was haben wir noch? Hündchen, mystischer Wandteppich. Schublade haben wir ausgeräumt. Was auch immer das hier ist, was hier runterhängt. Draußen. Was haben wir hier noch so? Krempel eines Zauberers. Schau an. Das muss Kalypsos Krempel sein. Kalypsos Krempel. Alles klar, wir sollten vielleicht Kalypsos Notiz noch lesen. Schau an, Kalypsos Notiz. Willst du wirklich, dass ich das alles nochmal lese? Ja, bitte. Liebe Simon, herzlichen Glückwunsch. Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Sordid zu retten. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärst hier. Mit herzlichen Grüßen, Kalypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur Deli. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Wow. Okay, also, wir haben erfahren, wir müssen Kalypso retten. Wir haben erfahren, Sordib, glaube ich, ist unser Gegner, das ist der Böse.
Wir dürfen sein Zauberbuch benutzen, was ich hier noch nicht sehe. Wir dürfen seinen Hund benutzen, den ich erst verspeisen wollte. Die zwei magischen Karten haben wir schon. Und okay. Und wir müssen in die Kneipe und ein Zauberer werden, sonst können wir das Buch nicht benutzen. Louis, das lässt sich leider nicht ändern. Das lässt sich tatsächlich leider nicht ändern. Es gibt keine Einstellungs... Lass das, hol nicht wieder die Kopfhörer raus. Oh. Ich darf ihn nicht so lange warten lassen. Es gibt tatsächlich, glaube ich, keine Einstellungsmöglichkeit. Ich kann nochmal... Benutze Postkarte. Da gab es ja auch nur laden, speichern, beenden und weiter, ne? Einstellungen gab es nicht. Nein, genau. Ganz genau. Ich kann mal M drücken. M ist mute. Ja, ich glaube, M ist mute. Also komplett. Oder? Wir können ja nochmal, warte. Das muss Kalypsos Krempel sein. Ich kann die Musik ausmachen. Ich kann die Musik ausmachen. Das müsst ihr mir jetzt sagen. Also entweder ich kann die Musik auslassen. Dann haben wir halt keine Musik. Dann habt ihr die ganze Zeit nur mein nerviges Gelaber und ab und an mal was, wenn was im Spiel passiert. Und ansonsten haben wir halt das. Und die Musik ist halt echt lauter als die Stimme. Also da muss man genau hinhören. Ja, Jules, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Das müsst ihr mir so ein bisschen sagen. Wir dürfen seinen Hund benutzen. Irgendwie klingt das falsch. Ich liebe dieses Spiel. Ich kenn's noch gar nicht, Jules. Mir wurde es für die Retro-Streams wird es mir vorgeschlagen. Und nachdem ich ja nun Monkey Island 1 bis 3... Nein, 1 bis 2. Die 3 müssen wir ja noch. Nachdem wir das jetzt abgeschlossen hatten, dachte ich, machen wir erstmal Simon the Sorcerer als nächstes. Nach Black and White. Im Haus nervt's vielleicht gerade, aber sonst ist die Musik mega gut. Okay, alles klar. Ich mach sie nachher draußen nochmal an. Ich mach sie nachher draußen auf jeden Fall nochmal an. Ich bin Kontramusik. Ich spoiler nicht und nix, ich guck nur gerne zu. Das ist absolut in Ordnung, Jules. Es kann aber tatsächlich sein, dass ich irgendwann nachfrage. Wenn ich irgendwie seit einer halben Stunde dann nicht weiterkomme oder so, wäre es durchaus möglich, dass ich euch dann mal um Hilfe bitte. So, schau an. Karte. Gucken wir mal. Benutze diese Karte, um schneller vorwärts zu kommen. Benutze Karte. Oh, wow. Dorf? Und sonst haben wir hier tatsächlich nichts. Wie mache ich die jetzt wieder zu? Gehe zu, schau an, Dorf. Dann gehe ich ja jetzt direkt hin. Ach, schade. Ich habe die Musik gerade wieder angemacht. Wo gehen wir dahin? Gehen wir jetzt einfach wieder in unser Haus zurück? Nee, gehen wir nämlich nicht. Wie in Herkules Namen kommen wir wieder in unser Haus? Wer ist das denn? Louis, das Spiel ist uralt. Das Spiel ist uralt. Frag bitte nicht nach der Grafik oder dem Format oder nach sonst irgendwas. Das Spiel ist urig, urig alt. Da warst du, glaube ich... Warst du da schon auf der Welt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, Louis. Wenn ich es noch zusammenbekomme, kann ich gerne helfen. In Ordnung. Okay, Moment. Schau an. Warum hat... Oh, ich habe doch geklickt. Ich habe geklickt. Warum macht er das immer wieder? Kann man das nicht irgendwie abhalten? Ein gewitzt aussehender Bauchladenkrämer. Ein gewitzt aussehender Bauchladencreme. Alles klar. Verzehre Bauchladencreme. Ich hätte lieber Hühnchen. Wie wär's mit Gans? Oder Ente? Ich bin mir nicht sicher. Sie sind nicht... Ja, ich weiß nicht, was es ist. Rede mit Bauchladencreme. Sie sind sicher an günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert. Na, eigentlich nicht. Sie wurden angefertigt von den Uran der Grals. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. Wow. Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen?
Das kommt durch die Rezession. Ich habe gute Handelsbeziehungen. Oh, das ist eine gute Frage. Haben Sie ein Lösungsbuch für dieses Spiel? Tut mir leid. Gerade vor 5 Minuten habe ich das letzte verkauft, aber ich habe noch eine ganze Menge an anderem Zeug. Mist. Na, dann lass mal sehen. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für ein Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? Louis, ja, du hast eigentlich recht. So. Sehr unterschiedliche Definitionen von mega gut. Hier ist ja auch andere Musik. Ich kann sie gerade nicht anschalten, aber hier ist andere Musik. Campmania, guten Tag, Hallöchen. Bye-bye, Payne. Ich wünsche dir, dass die Arbeit nicht zu anstrengend ist. Bye, mein Lieber. Jetzt habe ich Bock auf Entenbraten. Irgendwas Magisches? Von dem wertlosen Plunder? Nein, aber ich hatte, das Ihnen gefällt. Nein. Haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Aber natürlich habe ich für den richtigen Preis. Zunächst einmal wäre hier der Kraftzaubertrank. Schau her. Schau her. Wow. Wirklich lang anhaltende und schnell wirkende Magie. Er gehört Ihnen für nur 10 Goldstücke. Also gut, sagen wir 5 Goldstücke. Schön, ich... 3 Goldstücke also. Aber das ist mein letztes Angebot. Was haben Sie gesagt? Kann ich noch etwas sehen? Sicherlich, mein Herr. Was ich hier habe, ist stark herabgesetzt. Es ist ein magisches Unsichtbarkeitsarmulett. Schau her. Können Sie sich selbst noch sehen? Nein. Und wow. Das könnte Ihnen gehören. Für nur 5 Goldstücke. Ich glaube, fairer könnte der Preis nicht mehr sein. Wow, really? BLP, moin, hallöchen, mein Lieber. Nee, ich hab die gerade, ich hatte die angemacht, da ging's aber in dem Moment nicht. Und dann hat er sie irgendwann später von allein angemacht. Wolf. Auf jeden Fall, Louis, auf jeden Fall. Luftballon verknotet? Ja, ich hab so das Gefühl, Fans, so sah's jedenfalls aus. Was ist denn das da für eine? Warte mal, lass mich dich mal... Ich hab da echt kein Interesse. Ich stehe nicht so auf junge, kleine Kinder, die irgendwie ein ernsthaftes Defizit haben. Da würde ich gern... Es tut mir sehr leid für dich. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüssi. Ist ja grauenvoll. Warte. So. Machen wir weiter. Hat er denn noch was? Kann ich noch etwas sehen? Das ist alles, was ich an magischem Kram besitze. Sehen Sie etwas, das Sie interessiert? Nee, danke. Nein, der ganze Rest ist Müll. Auf Wiedersehen. Wer braucht schon solche Kunden? Salutes, moin, hallöchen, mein Lieber, hi. Jetzt habe ich sie gerade übrigens wieder angemacht. Wollte ich bloß mal so sagen. So, eine Statue anschauen. Ich frage mich, warum da kein Graffiti drauf ist. Really? Ernsthaft? Hat er das jetzt gesagt? Kann ich da lang gehen? Fragezeichen. Kann ich, ganz offensichtlich. Wer ist das denn? Ein Schmied. Tür des Schmieds? Salutes, geht es dir gut? Kann ich... Warte mal, war hier nicht gerade... Ach, der Amboss. Ach so, das vor ihm. Okay. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit ihm, oder? Wir reden erstmal mit ihm. Oder wir schauen ihn erstmal an. Ich mache dann immer die Musik aus, wenn der spricht, weil das ansonsten... Er ist sehr muskulös. Weil das ansonsten einfach leider zu leise ist, tatsächlich. Der ist so klein im Vergleich zu ihm. Echt...
Nimm Schmied. Eigentlich bevorzuge ich Blondinen. Ernsthaft? Hat er jetzt ernsthaft gesagt? Verzehre? Ich hätte lieber Hühnchen. Okay. Benutze. Mit was? Mit Amboss? Das geht doch so nicht. Okay. Entferne. Das trage ich nicht. Alles klar. Rede mit. Rede mit Schmied. Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Alles klar. Benutze Magnet mit Amboss. Das geht doch so nicht. Benutze Schere, sobald er wegguckt. Sobald er wegguckt, mit Amboss. Das geht doch so nicht. Okay, alles klar. Schau an, Amboss. Heavy Metal, abgefahren. Oi, Typ. Ei, Ratsam, moin, hallöchen. Brain AFK, ja, ich auch. Eigentlich stehe ich eher auf Blondinen. Ja, exakt. Musst ja nur Sätze umstellen, das ist richtig, ja. Das ist korrekt. So. Schau an, Tür. Geht der denn hin? Sie ist groß, hölzern und fest verschlossen. Öffne Tür. Es ist abgeschlossen. Schade. Kommen wir hier hinten lang? Geht's hier hinten weiter? Oh, halt, hier ist noch ein Seil. Ein Prachtexemplar seiner Gattung. Nimm Seil. Dieses alte Ding wird niemand vermissen. Juhu! Keine Ahnung wofür, aber wir haben ein Seil. Wir besitzen ein Seil. Ich fühle mich unglaublich reich. Sehr gut, CK. Sehr, sehr gut. Fantastisch. Im Haus. Ach, ist das hier mein Haus? Also das Haus des Zauberers, so rum. Ja, wir sind wieder zurück. Dann darf ich ihn jetzt vielleicht wecken? Nimm oder vielleicht bewege, Hündchen. Das ergibt doch keinen Sinn. Rede mit. Ich möchte ihn nicht wecken. Trage. Nimm. Auf keinen Fall. Warum nicht? Wer weiß, wo er vorher war. Aber wieso nicht? Ich denke, wir sollen ihn mitnehmen. Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Schließe. Schließe Hündchen. Finde ich auch richtig gut. Schließe Hündchen finde ich ganz, ganz toll. Okay. Okay, wir müssen auch immer noch den Kühlschrank irgendwie aufkriegen. Mach das, Zelotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich drück die Daumen. Die Zange hinter dem Schmied, die ging, glaube ich, nicht. Ich gehe jetzt eh nochmal zurück. Deswegen können wir nochmal gucken. Nee. Da ist nix. Also ich hab... Oh, halt, hier war irgendein Klöppel gerade. Klöppel. Ein Klöppel. Da liegt ein Klöppel. Eine Metallstange aus dem Innern einer Glocke. Aha. Nehmen wir die mit? Klar nehmen wir die mit. Wir nehmen alles mit. Was gibt's denn hier noch? Nicht, dass ich hier was übersehe. Das ist ja alles zum Teil winzig klein. Früher war das Zeug noch nicht so offensichtlich, was da rumlag. Da war das integriert in die Landschaft. Das ist ein Seil. Es ist ein Seil, Fans. Die Schlange in meinem Inventar. Die Schlange in meinem Inventar. Klingt falsch. Klingt sehr falsch, Fans. Wo geht's denn nach da? Tja, ich übersehe nicht noch mehr. Eine Leiter. Es geht hoch oder runter. Wow. Benutze Leiter mit Wagenrad. Das geht doch so nicht. Können wir die Leiter denn in unseren Hut stecken? Natürlich können wir die Leiter in unseren Hut stecken. Natürlich. Und jetzt alle.
Funktioniert. Ich denke wieder zweideutig, ich niemals. Es gibt keine Taste, die es hervorhebt. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Okay, wir schauen uns das Wagenrad an. Ich liebe Wagenräder. Wow, dann nehmen wir es doch direkt mit. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ernsthaft? Die Leiter passt in den Hut. Die Leiter passt in den Hut. Das Wagenrad jedoch passt nicht in den Hut. Gut, es gibt also Grenzen. Der Hut hat Grenzen. Das hier könnte schon die Taverne sein, oder? Die Kneipe. Könnte. Oder auch nicht. Vermutlich eher nicht. Aha. Spezienglas. Hier ist auch noch irgendwas. Erkältungssaft. Aha. Lass mir. Vielen lieben Dank für den Follow. In unseren Hund stecken, was? Das klang noch falscher. Hut. Hut, nicht Hund. Hochkant in die Öffnung. Das Wagenrad eher nicht. Naja, das ist aber sehr relativ, CK. Aber okay, ist in Ordnung. Okay, wir haben hier einen Erkältungssaft. Was kann der Erkältungssaft? Ein super starker Elefantenhustensaft. Wollen wir den vielleicht mitnehmen? Na, wir klauen hier einfach alles. Alert sehr leise, habe ich auch das Gefühl. Das liegt aber daran, dass das Spiel sehr laut ist. Also ich mag die ungern, wenn ich die jetzt im Streamlabs lauter stelle, sind die dann bei den nächsten Streams auch lauter. Und in dem Fall liegt es einfach bloß gerade daran, dass das Spiel so laut ist im Vergleich zum Rest. Ich kann nur mal gucken, ob ich... Warte mal, Ich kann eventuell... Nee, kann ich nicht. Doch, müsste ich eigentlich können. Wenn ich das hier anhebe, müsste das lauter sein. Kann funktionieren. Jetzt könnten die Alerts eventuell lauter sein. Ich weiß es noch nicht sicher. Werden wir sehen beim nächsten dann. Aber, da kann ich ja nichts führen. Na doch, kannst du, ne? Dr. Sixer, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Hi, hi. Ich lächle extra für dich. Nein, das mache ich doch ständig. Hi. Einen schönen Nikolaus wünsche ich dir. Wir gucken uns den Elchkopf an. Mal kurz den Sound ausmachen. Also die Musik. Ach, wir gehen jetzt nach oben. Ah, alles klar. Ich finde den Baum so geil. Das ist ein Elchkopf aus Pappmaché. Wow. Ich will den Elchkopf aus Pappmaché. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Mist. Es ist alles lauter geworden. Nö, ist es nicht. Es ist nicht alles lauter geworden, Fans. Ich habe ausschließlich den Browser lauter gemacht. Und der Browser ist für die Lautstärke der Alerts zuständig. Ich habe nicht die Musik lauter gemacht. Ein Blick in die Anleitung. Ich habe keine Anleitung. Ich besitze keine Anleitung. Also außer sie liegt da irgendwie als Datei in dem Ordner. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Och Mensch. Oh, dass der aber auch immer diese seinen Walkman rausholen muss. Spezienglas. Schau an das Spezienglas. Das ist ein Sammelglas für wirbellose Spezies. Okay, wir nehmen das mit, wenn wir können. Wir können es mitnehmen, sehr schön. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Dass ich wieder... Moment.
Verdächtige Kräuter, verdächtig? Die sehen aus wie die, die mein Bruder anbaut. Ich komm nicht dran. Schade. Und wenn wir die Leiter benutzen mit... Das geht doch so nicht. Nein, schade. Wenn wir das Seil nach ihnen werfen... Das geht doch so nicht. Nein, wenn wir... Sind sie vielleicht magnetisch? Das geht doch Nein. so nicht. Trage, verzehre, nimm, schließe, benutze, gib... Schade. Schade. Luca, moin, Zuckerweibchen, Hallöchen. Kann ich nach dem Stream gern machen, Onkel. Da mal gucken, ob da bei GOG was mitgeliefert wurde. Der schaut uns an, wenn er redet. Ja, Zockerweibchen, ich fühle mich auch schon direkt im Spiel. Ich finde das total toll. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas übersehen? Die Kräuter, da kommen wir ja leider nicht ran. Also gehen wir wieder raus. Einfach mal kein Kommentar. Was? Wenn es Untoten einen riesen Spaß machen können, das hört sich doch schon mal gut an. Dead Rising 4, ich komme. Luca, ich zocke hier Simon the Sorcerer. Das ist ein sehr, sehr altes Adventure. Ein wirklich sehr altes Adventure. Heute ist schließlich Retro-Tag. Schokoladentrüffeltür. Oh, das klingt verdammt gut. Verzehre Schokoladentrüffeltür. Schauen wir uns erstmal den Bienenstock an. Zu nahe gehe ich da nicht ran. Öffne. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Nimm. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Bewege. Das ergibt doch keinen Sinn. Verzehre. Das verbietet mir mein Diätplan. Mist. Benutze. Ich weiß nicht, womit. Mit Spezienglas. Das geht doch so nicht. Schade. Schade, rede mit Bienenstock. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Och, Menno, wieso? Ich finde die Musik eigentlich so schön. Ist immer so schade, die auszumachen. Zehre Kräuter, Feuerzeug reich? Ja. Kann ich denn die Schokoladentrüffeltür essen? Erstmal schauen wir sie an. Brotkasten, moin. Mit Sicherheit. Das muss sehr, ein sehr extrem gut. billiger Bonbonladen sein. Du meinst Monkey Island, Zockerweibchen. Das haben wir ja bereits gespielt. Monkey Island haben wir ja schon gespielt. Und der Stil nennt sich alt. So. Kann ich die Tür verzehren? Das habe ich nie so ganz verstanden. Aber es ist eine Schokoladentrüffeltür. Warum kann ich sie nicht verzehren? Dann öffnen wir sie eben. Es ist abgeschlossen. Mist. Schade. Können wir sie denn entfernen? Das trage ich nicht. Nein. Können wir sie nehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Alles klar. Ich sehe es ein. Das wird so nichts. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nein, der Bienenstock? Okay. Dann kann ich hier sozusagen jetzt gar nichts weitermachen. Schade. Siehste, Louis? Siehste? Nur für 1993, ja, sag ich doch. Du hast eine Anleitung 7 Seiten stark. Ah, okay. Das ist sehr schön. Also bekommt man die über GOG direkt mit. Das ist super. Ich komme ja nicht mal ran, Luca. Da ich ja nicht rankomme, also ich gehe gerne noch mal rein und versuch's. Aber ich gehe davon aus, das wird auch nicht gehen, weil mit der Schere ist man nicht viel länger. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Leider. Leider geht das so nicht. Wage daran erinnern, wie meine Eltern das gespielt haben. Oh, nice. Niemals alte Vier. Nein. Ich habe auch Wallpaper. Oh, toll. GOG liefert immer viel mit. Oh, das finde ich super. Hier muss jeder aufpassen, der Märchen kennt. Okay.
Ja, das war ja gerade ein Hexenhaus, oder? Das war doch so richtig so mit der Schokoladentrüffeltür. Das war doch sehr Hexenhaus-ähnlich. Die Leiter habe ich auch probiert, Luca. Das ging auch nicht. Die hatte ich versucht. Die Leiter hatte ich tatsächlich probiert. So, jetzt gehen wir hier hin. Du hast die Original-CD neben dir liegen. Nice. Ich hab's bei GOG erworben. Das habe ich bei GOG erworben. Monkey Island 3 gab's bei GOG nicht. Das musste ich gebraucht kaufen. Das habe ich mir gebraucht besorgt. Shoppe. Alles klar, dann gehen wir doch mal in den Shoppe. Wow. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört hierher. Und ich sage, er gehört hierher. Okay. Ich muss mal aufs Klo. Auf gar keinen Fall. Du wirst dich beherrschen müssen. Schau, dieser Körper gehört mir, genau wie dir. Gar nicht wahr. Ich war zuerst hier. Du bist gerade aus meiner Schulter gewachsen. Falsch! Du bist aus meiner gewachsen, du hässlicher, überflüssiger Pickel. Hals, Maul. Ich muss aufs Klo. Bitte höflich darum. Könnten wir aufs Klo gehen, bitte? Nein. Das werde ich mir merken. Was sind denn das für Nulpen? Hast du die organische Suppe hergebracht? Die steht bei den anderen Suppen. Aber sie ist organisch. Deshalb passt sie zu dem anderen organischen Zeug. Was zum Teufel weißt du denn schon? Noch gar nicht. Das sind Schokoladenkuchenstücke. Das ist ein Kuchen mit rosa Zuckerguss. Warum ist hier Schminke? Sieht aus wie eine große Auswahl an Kosmetika. Noch mehr? Das ist alles Schminke. Mais, Mehl, Bohnen. Herrlich süßer Humor. Eindeutig Retro-Eggy. Moin moin. Die Leiter passt in den Rucksack, aber der Bienenstock nicht. Ja, weil die Leiter... Wurde vorhin geschrieben, die Leiter passt hochkant in die Öffnung des Hutes. Der Bienenstock hingegen nicht. So, das ist ganz einfach. Das ist wie mit dem Wagenrad. Da läuft das nämlich genauso. Dumpi, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Hi, hi. Das ist eine Vorratsdose für Mehl. Das ist eine Vorratsdose für Mais. Oh, da war aber jetzt ein Rauschen vorher. Huch. Das ist eine Vorratsdose für Bohnen. Alles klar. Haushaltsreiniger. Das sind Bleichmittel, Reiniger, Waschpulver und Fensterreiniger. Süßigkeiten? Das erinnert mich an meine Jugend. Ah. Taschentücher. Weich, stark und extrem saugfähig. Entschuldigung. Das ist haftfreies Teflon-Kochgeschirr. Wow. Wir brauchen unbedingt haftfreies Teflon-Kochgeschirr. Säcke. Und Säcke. Das sind Säcke voll Reis. Und Fässer. Wir brauchen das alles. Das sind Holzfässer. Ich will das alles haben. Darf ich das alles mitnehmen? Nimm. Ich möchte das kaufen. Die sind reserviert. Toll. Wir reden erstmal mit den Herrschaften, oder? In dubio pro reo. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Das ist ein Chrysler. Tante Emma Laden. Ein Chrysler? Also Tante Emma Laden kenne ich. Oder Konsum kenne ich auch noch. Das war sowas ähnliches. Du weißt doch, die haben alles möglich. Ja, das stimmt ja. So, wir reden jetzt erstmal mit den Zweien. Entschuldigung, wie kann ich dir helfen? Nein, wie kann ich dir helfen? Hör nicht auf ihn. Wie kann ich dir helfen? 10% Rabatt, wenn du mich dir helfen lässt. 20% Rabatt von mir. 30%. 40%. 50%. Werde ich jetzt bedient oder was? Was kann ich für dich tun? Ah. Ich brauche handfeste Informationen. Hast du welche?
Welche Art von Informationen? Was weißt du über Sordid? Er mag gezuckerte Sardellen. Und parfümiertes Badesalz. Sonst noch was? Gezuckerte Sardellen? Wieso? Felix, moin, Hallöchen. Was ist die Quadratwurzel aus 1369? 37. Wow. Wow. Das ist ja Wucher! Wucher! Bin ich auch. Wo in der Welt ist Carmen Sandiego? Ich weiß nicht. Ich genauso wenig. Ist das jetzt falsch, wenn ich frage, wer Carmen Sandiego ist? Wo ist die Tür? Kein Grund, unhöflich zu werden. Oh, nein, Moment. Entschuldigung? Hallo Jungs, was gibt's Neues? Nicht viel. Vielleicht ist er ein wenig hässlicher. Und er ist ein wenig dümmer. Ja, die zwei sind toll. Guck mir aber mal, moin, Hallöchen. Ja, Kreisler. Im ersten Moment habe ich es anders gelesen. Supermarktkette in den 80er und 90ern, die in Konkurs ging. Ja, Konsum, ja, hatten wir bei uns auch. So. Spielreihe, wo man rausfinden musste, wo Carmen Sandiego ist. Ach, das ist noch ein altes Spiel. Alles klar. Man sieht sich. Und tschüss. Und tschüss. Wie er sich am Kopf kratzt. Okay, Bücher? Das sind alles seichte, romantische Novellen. Seichte, romantische Novellen. Ist das schön. Weißer Geist. Eine stinkende Flüssigkeit in einem Glas. Ein Rechen. Das ist eine Gartenharke. Eine Gartenharke. Das ist ein ultraleichter Klauenhammer. Wow. Okay, eine Uhr. Das ist eine antike, hölzerne Kuckucksuhr. Was haben wir noch? Das war's, oder? Ich glaube tatsächlich, ich habe hier alles abgegrabbelt. Kriegen wir denn den Hammer vielleicht? Ich möchte das kaufen. Das macht 2 Goldstücke. Verdammt. Das ist ja Wucher. Vergiss es. Das ist ja Wucher. Ich möchte den Kuchen. Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Och, Menno. Ich will das kaufen. Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Ich ahne, wir müssen irgendwie an 2 Goldstücke kommen. Ich möchte das kaufen. Das ist unverkäuflich. Es ist ein Familienerbstück. Aha. Ob die Eltern auch jeweils 2 Köpfe hatten? Ich stell mir jetzt ernsthaft diese Frage. Nicht nur eine Spielreihe, davon gab es eine Zeichentrickserie. Okay. Sowas wie Wo ist Walter? Bei Carmen musste man gut in Geo sein. Ernsthaft? Kein Wunder, dass ich es nicht kenne. Schön. Ich möchte das kaufen. Ich war auch nie gut in Geo. Verfluche mein Leben, weil du heute Simon spielst und ich nicht dabei sein kann. Rovelisk, es tut mir sehr leid. Ich grüße an die Arbeit zurück, aber du kannst es ja nachgucken. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nimm Taschentücher. Ich möchte das kaufen. Die sind nicht zu verkaufen. Sag mal, ist hier neben dem Hammer überhaupt irgendwas verkäuflich? Ist der Hammer das einzige Verkäufliche? Ich möchte das kaufen. Tut mir leid. Die sind alle für Narlok den Barbaren reserviert. Narlok den Barbaren, alles klar. Ich möchte das kaufen. Sind nur Fälschungen. Aha. Ich möchte das kaufen. Das sind sehr teure magische Bohnen. Die kannst du dir nicht leisten. Das ist ja auch nett. Das weiß er doch gar nicht. Ich möchte das kaufen. Wir hatten zu viele Beschwerden darüber. Was? Wir hatten zu viele Beschwerden darüber? Okay, dann möchte ich es wirklich nicht. Ich möchte das kaufen. Nichts mehr übrig. Ist ja ganz toll. Ich glaube, ich kann wirklich nur den Hammer hier kaufen, oder? Die kann ich dir nicht verkaufen. Ich mag sie zu sehr. Sehr guter Laden. Ich möchte das kaufen.
Die sind unverkäuflich. Ich brauche sie zum Kochen. Ernsthaft? Ich kann hier tatsächlich nichts kaufen, bis auf den Hammer, und der hat einen Wucherpreis. Ich möchte das kaufen. Das macht ein Goldstück. Oh nein, den. Das ist der Wucher. Vergiss es. Okay, ich kann auch den Weißer Geist kann ich auch kaufen. Alles klar. Das war lauter, oder? Der Alert war tatsächlich lauter, ein bisschen. In dubio pro reo. Vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön, herzlich willkommen. Hi. Glaube ich zumindest. Ich habe das Gefühl, dass er lauter war. Ich rede mir das jetzt ein. Der war bestimmt lauter. Tim, hallöchen, hi. Okay, was haben wir? Haben wir hier noch irgendwas? Nein, oder? Wir haben ja schon versucht, alles zu kaufen. Wir können also Weißer Geist kaufen für ein Goldstück und einen Hammer für zwei. Alles andere kriegen wir nicht. Habe ich die Schminke schon probiert? Nimm Schminke. Ich möchte das kaufen. Das sind nur Vorzeigemodelle. Alles klar. Das war mir schon fast klar. Okay, also wir wissen Hammer und Weißer Geist bekommen wir hier. Ich weiß noch nicht wofür, aber... Magische Bohnen, die haben Geschäftsbeziehungen zu Meister Quitte im Quittenturm. Bitte, was? Okay, wo geht's hier hin? Mal ein bisschen Musik. Hier ist die Taverne. Das ist die Taverne. Da müssen wir rein. Diese Kneipe heißt zum betrunkenen Druiden. Finde ich sehr gut. Eine stabile Holztür. Wahnsinn. Dragon Ball Raupe. Dragon Ball. Wie kommst du jetzt auf Dragon Ball? Ach so. Oh, es ist so lange her, dass ich Dragon Ball geguckt habe. Gott. Aber ja, jetzt, wo ihr es sagt, sagt mir das was. Okay, wir öffnen die Tür und gehen hinein. Wow. Ich hoffe, ich werde dafür nicht gebannt. Verdammt. Ich zeige pornografischen Inhalt quasi. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. What? Fruit Machine. Okay, als allererstes ganz klar. Ich suche. Was sucht er? Wie er sucht und sucht. Da war die Leitung wieder etwas länger, das stimmt ja. Mit Megan, einen wunderschönen guten Abend, hi. 10 Tage satt durch eine Bohne. Könnte es nicht ein magisches Steak sein, das man 10 Tage schmeckt? Ein Zwerg. Er sieht vollkommen fertig aus. Das stimmt allerdings. Ich möchte wissen, was das hier zu suchen hat. Ich habe keine Ahnung. Benutze es doch mal. Ich habe keine Groschen. Schade. Können wir es denn öffnen? Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Mist. Ich möchte ihn nicht wecken. Wir wollen ihn nicht wecken. Dann wecken wir ihn nicht. Wer ist das hier? Mit ihm können wir nicht reden. Mit den Valkyren eventuell? Mit dem Barkeeper mit Sicherheit? Steht hier sonst noch irgendwas rum, was wir mitnehmen können oder so? Hallöchen, der Alpenzwerg. Hi. Angeheitert aussehender Barmann. Und Onkel D., ich hab den noch nicht gesehen. Guten Morgen, Barkeeper. Guten Morgen, Junge. Weißt du, wo Kalypso hingegangen ist? Nee, aber dann haut der alte Kerl einfach ab, ohne jemandem was zu sagen. Magische Zutaten sammeln, sagt er. Wer weiß, welche Krankheit ihn befallen könnte. Besonders, wo dieser Sordid hier rumläuft. Der böse Sordid. Was weißt du über Sordid? Geht so. Er wohnt oben in den Craggy-Bergen und bleibt gewöhnlich allein. Doch er hat meinen Umsatz verzehnfacht.
Oder Onkel, war das der Trailer mit dem kleinen süßen Groot, der tanzt? Nee, das war doch der, war das nicht der Abspann? Oder war das der Trailer für die zwei? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Veit Leo, wunderschönen guten Abend. Hi. Wie kann Sordid den Umsatz steigern? Das ist eine lange Geschichte. Anscheinend will er die ganze Welt mit Hilfe schwarzer Magie beherrschen. Egal, schließlich ziehen all die Helden wieder rostige Rüstungen an, um große Taten zu vollbringen. Sie alle betrachten sich als Retter der Welt. Tatsache ist aber, dass sie alle hier anhalten, um einen zu trinken. Ich habe alle Arten hier durchgehen sehen. Krieger, Zauberer, Priester, Mörder und nicht einer wurde wiedergesehen. Ja. So, ich persönlich verstehe nicht, was der Unsinn soll. Vielleicht ist er etwas machthungrig und so, aber wie ist das heute nicht? Der alte Kerl bleibt immer allein. Er kümmert uns nicht und wir kümmern ihn nicht. Basta. Oh, endlich. Yippee! Grief, vielen, vielen lieben Dank für 2 Monate Flauschraubenzeit. Dankeschön. Oh, ich bin gerade bald geplatzt. Das ist total gemein, wenn das mitten in so einem Gespräch und der erzählt da. Und Dankeschön. Vielen lieben Dank für 2 Monate Unterstützung. Dein Zimmer im Kokon wurde erweitert. Du darfst dir jetzt sehr, sehr gerne noch einen Sessel mit reinstellen und es dir noch gemütlicher machen, als es so schon war. Für dich extrem toll angeflauscht. Vielen lieben Dank auch für das Kompliment. Dankeschön. Danke, danke. Coffee TV, wunderschönen guten Abend. Ja, McNove. Simon, seriously. Really? Yeah, it is. Bei mir weckt das keine Erinnerung. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Für mich ist es das erste Mal, dass ich das spiele. Aber ich freue mich sehr. Das war das Ende des ersten Teils. Okay, also muss ich mir den Trailer noch angucken. Auf jeden Fall. Dankeschön, Grief. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich. So. Du redest verdammt viel, was? Ich bin Barmann. Die Schwachköpfe erwarten örtliches Getratsche und allgemeines Geschwätz von mir. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie gesagt, wir haben hier alle Arten. Ja, wir alle Arten. Oh! Ein Wet Wizard? Ich habe Durst. Mach mir einen Wet Wizard. Einen Moment bitte. Einen Wet Wizard? Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo etwas Spatzensaft. Lieber nicht. Der Barkeeper könnte mich sehen. Meinst Wo du? Wo denn nur? Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Wie wär's mit einem Warlock Surprise? Einen Moment bitte. Warte mal, müssen wir es hinkriegen, vermutlich. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwas. Das ergibt doch keinen Sinn. Wieso nicht? Wir müssten doch bestimmt irgendwas tun. Benutze Klöppel. Oh. Mit Barmann? Das tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment kein Fledermauskonzentrat finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Ein Darf Bild aus dem Trailer. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ach, verdammt, ich hab... Ach, das ist total blöd. Ich hab... Na... Das geht heute nicht, Onkel. Ich kann heute tatsächlich das nicht klicken. Ich hab vergessen auf dem zweiten... Warte mal, das können wir schnell noch... Moment. Gib mir eine ganz kurze Sekunde. Ich hab vergessen, auf dem Monitor hier mir noch den Chat mit auszupoppen. Dann kann ich gucken. Das mache ich noch. So, und jetzt kann ich auch den Link anklicken. So. Oh, ich will den Groot haben. Oh, ist der süß. Auf C64 oder Amiga gespielt habe? Ganz bestimmt Amiga. Auf dem C64 gab es das nicht. Also war es Amiga. Danke, Coffee TV, für den Host. Snow, das wünsche ich dir ebenfalls. Vielen lieben Dank. Wir müssen irgendwas mit dem Barmann machen, wenn er seinen Kopf nach unten nimmt. Ich weiß nur noch nicht was. Klöppel mit Bierfass. Das geht doch so nicht. Nein, benutze Leiter mit Bierfass. Das geht doch Nein, so nicht. Nein, benutze Magnet mit Bierfass. Das geht benutze doch so nicht. Benutze
Glas. Benutzer, so auch Tut mir leid, Sir, ich kann im Moment keinen panierten Wellensittich finden. Oh, ein panierter Wellensittich. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Was haben wir denn noch so? Einen Wet Wizard. Wir versuchen es nochmal. Wet Wizard, Barkeeper. Einen Moment, bitte. Benutze Erkältungssaft mit Bierfass. Das geht doch so nicht. Benutze Magnet mit Bierfass. Das geht benutze doch so Schere nicht. Benutze Schere mit Bierfass. Das geht doch benutze so nicht. Benutze Seil mit Bierfass. Das geht doch benutze so nicht. Benutze Seil mit Knöppel. Das geht doch so nicht. Ach, ich weiß es nicht. Tut mir leid, Sir. Ich hab's versucht. Kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas ich sein, hoffe, der Herr? Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie noch raus. War schön, mit dir zu reden. Mach's gut. Bis dann. So. Schneeschaufel schippt Snow wieder nach draußen. Was? Nein. Snow hat ja auch einen ganz, ganz tollen, einen frohen Nikolaustag. Harte Systemvoraussetzungen. 33 MHz, 2 Mbit RAM und 10 Mbit HDD. Oh, 10 Mbit Festplattenspeicher. Scheiße. Wow. Spiele mit 15 bis 20 Sekunden. Disketten. Da kam das Wort Diskjockey eine ganz andere Bedeutung. Schön. Genau, das kriegen wir schon noch raus. Weiß nur nicht, ich habe das Gefühl, es geht halt jetzt noch nicht. Oh nein, jetzt nimmt er wieder... Oh, er hat den Walkman wieder aufgesetzt. Das geht doch so nicht. Ja, das habe ich festgestellt, dass das so nicht geht. Dein Rechner hat noch dieses Disketten-Einschub-Ding? Ernsthaft, Coffee? Wow. In der Wohnung brauche ich den Schnee nicht, aber das stimmt, da wird der Boden nass. Okay, wir reden mit den Walküren, wenn wir den dürfen. Hallo. Was willst du denn, Junge? Also, kommt ihr oft hierher? Hast du irgendwas eingenommen, Kindchen? Raus hier. Hi, ich mache eine Umfrage für den wöchentlichen Krieger. Würdet ihr teilnehmen? Na gut. Oh. Ihr seid nicht verheiratet, oder? Nein. Wisst ihr etwas über Sordid, den bösen Zauberer? Deshalb sind wir eigentlich hier. Wir sind aus den fernen nördlichen Steppen gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Durch die gefährliche Wüste Kring. Nur rastend, um den bösen Stamm Veggies des Erbarmungslosen zu besiegen. Über die Ebenen des Todes und die Schicksalsfelder. Wo wir die Stadt Tormir von den dunklen Horden von Kalisch befreiten. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, den Turm des Zauberers zu stürmen und die Welt zu retten. Wieder einmal. Wow! Wollt ihr nicht in irgendetwas Luftigeres schlüpfen? Halte doch bitte eine Minute deine Hormone im Zaum. Was sind denn eure Maße? Ich habe 38, 22, 34. Und ich habe 36, 24, 34. Was? Meter? Ich bin irritiert. Oh, what the? Stolz wie Bolle auf das Ding. Ernsthaft, Coffee auf den Rechner, weil er noch so ein Disketten-Einschub-Dings hat? Das ist schon irgendwie ein bisschen... Das ist schon wieder so retro, dass es echt cool ist. Welche Hobbys habt ihr? Ich töte gerne Und trinke viel. Und ich mag Handarbeit und dekoratives Sticken. Und ich töte gern und trinke viel. Handarbeit und dekoratives Stricken. Alles klar? Wie gedenkt ihr, die Festung zu stürmen? Nun, rohe Gewalt hat uns noch nie im Stich gelassen. Aber wenn das passiert, soll uns angeblich der Druide helfen können. Aber wir können ihn nirgendwo finden. Oh, so ein Mist? Wird es euch im Winter nicht etwas kalt? Wir haben viel Bewegung. Wenn du verstehst, was wir meinen.
Das ist irgendwie echt so ein bisschen... Was tragt ihr gewöhnlich im Bett? Rüstung. Hab ich mir gesagt. Rüstung. Wolltet ihr schon immer Barbaren sein? Mit 4 Jahren habe ich den ersten Kobold erlegt. Mit 7 haben wir die erste Stadt befreit. Wow. Wie viele Heldentaten habt ihr denn schon vollbracht? Wir sind 2. in der ersten Liga der Barbarenjäger. Und immer noch in Führung im Wettbewerb um die Ork-Zerstückeltrophäe. Die Ork-Zerstückeltrophäe, die hätte ich auch gern. Wie sieht die aus? Das würde ich jetzt gern wissen. Ich würde die gern sehen. Silotis, hast du es gecheckt, wie es funktioniert? Wo habt ihr denn eure Rüstungen her? Die Schmiede der Kampfzwerge in Northgate. Wir sind nie enttäuscht worden. Okay. Wolf, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Was habt ihr heute Morgen gefrühstückt? Koboldflocken mit Orkauge, einseitig gebraten. Okay, I. Was sind eure Ziele im Leben? Gestern überlegten wir, ob wir die Orks vertreiben. Aber wir dachten, das ist zu einfach. Deshalb wollen wir heute Sordid töten. Oh, okay. Sordid töten finde ich gut. Sind eure Haare gefärbt? Wichtige Frage. Für meines nehme ich Orkblut. Und ich nehme Trollhirne. Geht. Keine weiteren Fragen, meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Ja. Sonst... Puh, hier drin ist es verdammt heiß. Ja, schön. Schön, die Damen. Schön. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Wow. Handarbeit und dekoratives Stricken. So. Trollhörne. Lecker Trollhörne mit Zwiebeln. In den Haaren. In den Haaren vor allem. Weil ich dekoratives Stricken immer noch am schönsten finde. Sehr schön. Mache ich auch sehr gerne in meiner Freizeit. Woher kommt dieses Spiel überhaupt? Dieser kleine Mann mit den seltsamen Augen hat es uns gegeben. Erinnerst du dich noch? Ich hoffe, dass wir nichts dafür bezahlt haben. Ein netter Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr begabt mit seinem Bock, oder nicht? Das Ding sah sehr scharf aus. Ich würde mich da nicht herantrauen. Ich würde gerne mal seinen verwirrten Freund treffen, über den er dauernd sprach. Er war nicht verwirrt. Er wurde nur Verwirrung oder so ähnlich genannt. Wenn ich ihn anhand dessen, was er gesagt hat, beurteilen sollte, dann klang er sehr verwirrt. Ich hatte mal einen Freund, der verirrt war. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Also lasst uns das Spiel noch einmal spielen. So, und ich bin der Ostwind, richtig? Ich dachte, ich wäre der Ostwind. Du bist eine südliche Brise, glaube ich. Ich denke, dass wir alle Winde sind. Ich wäre lieber eine Brise als ein Wind. Man kann seinen Hut im Wind verlieren. Du musst ihn nur mit einem Faden festbinden. Der reibt sich aber am Kinn. Der kann dir einen ekligen Hautausschlag bescheren. Ich frage mich, wo Kalypso sein könnte. Ja, seltsam, dass er nicht zu Hause ist. Vielleicht ist er auf der Suche nach Zutaten. Wir werden morgen nach ihm schauen. Vielleicht weiß er etwas über diesen verflixten Stab. Psst, unsere Aufgabe ist top secret. Was für ein Stab? Gut, ich habe auch schon genug von der Sache. Wir suchen jetzt schon seit 3 Monaten. Wenigstens wissen wir jetzt ungefähr, wo er steckt. Wenn du auch den Detektor nicht zerstört hättest. Wie sollte ich wissen, dass er nicht wasserfest ist? Nun, der Rat wird schon etwas dazu sagen. Wichtig und wertvoll war der Apparat. Also ist die herrschende Windrichtung Norden, ja? Nicht zu dieser Jahreszeit. Osten ist weitaus angenehmer. Aber im Spiel ist es Norden. Das ist Schwachsinn, wenn du mich fragst. Es ist im Ganzen nicht sehr realistisch.
Die chinesische Mauer zu bauen, um sich vor Dämonen zu schützen, ist erst recht nicht realistisch. Dämonen können fliegen, jeder weiß das. Vielleicht ist es eine magische Mauer. Ich nehme es an. Sieht aber gar nicht magisch aus. Erscheint mir ein wenig herzlos, uns auf diese Weise zu beseitigen. Was sagtest du doch gleich, wo wir waren? Laut Führer sind wir im Quaint, einem ländlichen Dorf. Wir machen keinen Fortschritt bei unserer Aufgabe. Wir sind nur bis hierher gekommen. Wir werden das verdammte Ding schon finden. Scheinbar wurde dieser Überläufer von Sordid zuletzt in dieser Gegend gesehen. Ich hoffe, dass wir ihm nicht über den Weg laufen. Das macht mich richtig fertig. Ich erinnere mich an Sordid in unserer Runde. Richtig. Bin froh, dass wir ihn los sind. Zeit für ein anderes Spiel. Ich möchte diesmal der Nordwind sein. Richtig. Haben wir die zwitschernden Spatzen noch? Ich glaube nicht, dass das sehr wichtig ist. Wie war doch sein Name? Du weißt, der kleine Mann sagte, dass es sehr wichtig wäre. Ich glaube, dass das einen furchtbaren Lärm macht. Es klingt gar nicht wie Spatzen. Ich habe 2 Shows, 2 Punks und 1 Kong. Tropfe ein wenig von dem Sulfat darauf. Läuft gut für mich. Sekunde. Das gibt 44 Warte. Punkte. Ja, aber du bekommst sie verdoppelt. Für das Paar verborgene grüner Drachen, dachte ich. Aber ich habe einen Gong. Der ist doch mehr wert. Du hast aber keinen einzigen grünen Drachen. Aber ich habe dafür Was? 3 rote Drachen im Kong. Schau doch in den Regeln nach. Was sagtest du doch gleich, wo wir waren? Laut Führer sind wir im Quaint, einem ländlichen Dorf. Okay, ich glaube, jetzt fängt es von vorn an. Brian, yippee! Wir sind nur bis hierher gekommen. Wir vielen Dank für dein Resub. Dankeschön. Aber natürlich ist noch Platz und du hast doch dein Zimmer schon. Du hast doch dein Zimmer schon. Hiermit wird es jetzt erweitert. Du hast noch mehr Platz als vorher und kannst dir jetzt noch einen Sessel mit reinstellen oder einen Sitzsack oder worauf auch gerne, worauf auch immer du gern Platz nimmst. Schwerer Satz. Ich danke dir vielmals für die Unterstützung. Dankeschön. 2 Monate Flauschraupen. Woher kam dieses danke, danke, Spiel danke, überhaupt? danke für dich angeflauscht. Dieser kleine Mann mit den seltsamen vielen Augen Dank. Hat es uns gegeben. So. Erinnerst du dich noch? Ich hoffe. Und Mani, ich wünsche dir einen ganz tollen Abend. Ein netter Mann, wenn ich und danke für das Kompliment. Sehr begabt mit seinen. Sehr Rohr, einen wunderschönen guten Abend an dich, Hallöchen. Hi. Ich wollte mich unterbrechen, während die da sprechen. Und also gerade wiederholen sie ja nur, deswegen passt es. Aber ich mag da so ungern und unterbrechen. Er war nicht verwirrt. Brain hat jetzt also auch eine Gummidoppelzelle, so ganz genau. Genannt. Brain hat jetzt auch eine Gummidoppelzelle im Kokon. Sie ist sehr, sehr flauschig. Dann klang er sehr verwirrt. Sehr flauschig. Ich hatte mal einen Freund, der so, verirrt jetzt reicht's aber mit ich euch hier. Ruhe. Das also ist ja furchtbar. Das Spiel noch ein. Entschuldigung. Ja, Junge. Ich suche einige Zauberer. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Ich habe noch nie jemanden wie dich gesehen. Wir sind nur rechtschaffene Bauern, alles klar? Jo, Gutes zu das Brain sei richtig. Ja. Ich bin genauso magisch wie eine meiner Bohnen, genau. Seid ihr sicher, dass ihr keine Zauberer seid? Ja, natürlich, mein Junge. Wir sind halt vom Land, bärig und kernig. Ist es nicht so? Genau. Willst du etwa behaupten, dass wir Lügner sind? So ähnlich. Wie kommst du denn darauf, wir wären Zauberer, hä? Leserin des Buches, wieso falle ich immer auf Arschlöcher rein? Kauften auch, bei mir ist er anders und nette Männer sind langweilig. Sehr schön verbittert. Ich hab mich so lieb, Jacke, ja. Ja. Die ist auch flauschig. Hat sie es jetzt 2-mal falsch gelesen? Was falsch gelesen? Was? Was habe ich falsch gelesen? Was habe ich falsch gelesen? Hä? Was habe ich falsch gelesen? I don't know. Ihr habt so einen fürchterlichen Akzent. So?
Wir könnten auch Friseure sein, verstehst du? Ach so. Macht nichts. Ich habe noch andere Lösungen parat. Oh Gott, Entschuldigung. Brain. Du bist jetzt Brian the Brain. es tut mir so leid, Brian. Es tut mir leid. Ab jetzt ist es Brian the Brain. Ich hoffe, ich krieg das bloß beim nächsten Mal dann ordentlich hin. Brian the Brain. Brian the Brain. Brian the Brain. Doch, das geht gut. Ich dachte auch, das ist, ja, aber es ist tatsächlich Brian. Alles klar. Ich dachte auch, ich habe immer schon Brain gesagt. Aber hey. Aber hey. Jetzt ist es Brian the Brain. Tungdeal 1990, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Sehr gutes Jahr. Sehr, sehr gutes Jahr. Wo bleibt dein Wusch? Wieso Wusch? Warum Wusch? Mani, warum ein Wusch? Außerdem, ich hab dich begrüßt. Ich hab Hallo gesagt und hab dir einen ganz, 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 ganz tollen Abend gewünscht. Aber warum Wusch? Wusch, verstehe ich nicht. Das ist der beste Insider. Brian the Brain. So. Genau. Kalypso hat mir erzählt, dass ich nach 4 Zauberern in Bauernverkleidung Ausschau halten soll. Mhm. Hier treiben sich sehr viele Bauernlümmel herum. Also warum gerade wir? Macht nichts. Ich habe noch andere Lösungen parat. Na, aber... Mein Mauscursor sagt mir das, wenn ich auf euch klicke. Oh, gutes Argument. Verkleidung abnehmen, Jungs. Ganz nebenbei, über was wolltest du mit uns sprechen? Du hast mir ein Wusch geschickt, aber da kommt kein Wusch. Ich weiß nicht, Mani. Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Ich weiß auch nicht, was ein Wusch ist. Kerati, wunderschönen guten Abend, hi. Ist doch von Monkey Island geklaut, die Szene, oder? Nein, ist sie nicht, Kerati, nein. Ich glaube, es war... Warte mal, ist es nicht älter? Es ist, glaube ich, älter. Oder? Kam Monkey Island nicht 96? Ich bin mir unsicher. Tungdil, wunderschönen guten Abend, hi. Jesot, hallöchen. Moin. Bitchzeugs mag dich nicht. Es tut mir leid, Mani. Ich weiß nicht, woran es liegt. Fans glaubt nicht. 1990. Ach, Monkey Island kam 90. Ah, verdammt, dann habe ich das falsch abgespeichert. In meinem Brain. In meinem, es ist nicht Brian, the Brain, es ist mein Brain. Verdammt, okay. Wisst ihr etwas über diesen Sordid-Typ? Solche Informationen geben wir an dich bestimmt nicht weiter. Du bist kein Was? Zauberer. Hör auf, uns unsere Zeit zu stehlen. There it is. So, und ich bin der Ostwind, richtig? Ich dachte, ich wäre There der it Ostwind. Is. Du bist eine südliche Brise, glaube ich. Ich denke, dass wir Mani, alle vielen, Winde vielen lieben sind. Dank. Ich wäre lieber eine Brise als ein Wind. Dankeschön. Man kann seinen Hut im Wind verlieren. Du musst ihn nur mit einem Faden festbinden. Vielen lieben Dank. Der reibt sich aber Wusch. Am Kinn. Der kann dir einen ekligen Hautausschlag danke, danke, bescheren. Danke. Also ist die herrschende Windrichtung die Unterstützung. Norden, ja? Vielen lieben Dank. Nicht zu dieser Jahreszeit. Ah, Osten Wusch. Ist weitaus angenehmer. Aber im Spiel ist es noch... So, wir reden nochmal mit denen. Hört mir einen Augenblick So eine Frechheit. Zu. Ja, Junge. Ja, genau, in meinem Raublingsbrain habe ich das falsch abgespeichert. Dann du am Sonntag nochmal so gelacht, davon müsste man noch einen Clip machen. Ja, das war lustig, Onkel. Also für die anderen, für mich nicht so, aber für alle anderen war es lustig. Dankeschön, Mani. Habe ich schon oft genug Danke gesagt? Bye, bye, Mani. Ich wünsche dir einen ganz, 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 ganz tollen Resttag. Und Raupenliebe. Tschüssi. Vielen lieben Dank. So.
Das finde ich verdammt gut. Ich tue alles, um ein Zauberer zu werden. Alles? Alles. Alles. Nun, du könntest uns einen kleinen Gefallen tun. Was? Du musst wissen, alle neuen Zauberer müssen der Gilde erst einen Dienst erweisen, bevor sie aufgenommen werden. Ist das nicht richtig, Genossen? Ja, das ist richtig. No. Absolut. Hä? Sagt mir was, und ich tue es für euch. Es ist so, schau. Wir wären äußerst daran interessiert, einen bestimmten magischen Gegenstand zu erwerben. Ein magischer Stab, angeblich hier irgendwo versteckt. Und wir wollen, dass du ihn für uns findest. Aha. Baron, wunderschönen guten Abend, Sebastian, Hallöchen, hi. Wie sieht dieser Stab denn aus? Er ist ungefähr 1 Meter lang mit einer Kristallleuchte am Ende. Wow. Und dann werde ich Zauberer, richtig? Wenn du den Stab findest, wirst du aufgenommen. Na, immerhin. Irgendwelche Ideen, wo er sein könnte? Soweit wir wissen, war der letzte Besitzer Naflin der Geisterbeschwörer. Naflin. Was damit geschah, als er starb, weiß ich nicht. Listige Typen, diese Geisterbeschwörer, machen immer mit Flüssigkeiten und Innereien herum. Vielleicht wurde er damit begraben. Null Problemo. Wir freuen uns auf deine Wiederkehr. Okay, ich habe das Gefühl, das könnte schwierig werden. Das könnte tricky werden. 2 Punks und 1 Kong. Klingt ja wie Poldi. Okay, ich habe keine Ahnung, wie sich Poldi anhört. Ein magischer Stab. 44 Punkte. Oh, Wolf. Ja, aber du bekommst sie verdoppelt. Für das Paar verborgener grüner Drachen, dachte ich. Aber schon ich wieder Dienstag, wie die Zeit vergeht, ja. Der ist doch mehr viel wert. Zu schnell. Du hast aber keinen einzigen grünen Drachen. Viel zu schnell, okay. Aber ich habe dafür 3 rote Drachen. Das ist so süß. Kong. Okay, wir müssen irgendwie... Irgendwoher müssen wir... Vielleicht wissen die Walküren ja was. Vielleicht können wir mit denen nochmal reden. Ich habe da noch ein paar Fragen. Schieß los. Schade. Verdammt, ich hab's vergessen. Ich hatte gehofft... Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst... Klar. Puh, hier drin ist es verdammt heiß. Klar. Vielleicht weiß der Barkeeper was? Ich bin's wieder. Oh ja? Okay, nein, weiß er nicht. Man sieht sich. Na klar, Wolf, na klar. Natürlich. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ach, hier komme ich wieder zum Schmied. Okay. Aber er ist ja vermutlich immer noch vertieft in seiner Arbeit, oder? Mit Amboss? Dem Magnet mit Amboss? Weißt du, so quasi... Ich weiß nicht wofür, aber vielleicht hilft's. Das geht doch so nicht. Benutze Klöppel mit Tür des Schmieds. Das geht doch so nicht. Nein, schade. Können wir jetzt mit ihm reden? Vermutlich nicht. Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Schade. Wo kriegen wir denn jetzt diesen magischen Zauberstab her? Hinter der Hütte? Moment, hier gibt es einen hinter der Hütte? Was ist denn hinter der Hütte? Wow, what the? Mist. Guck, viel Mist. Ein Haufen magischen und stinkenden Kompostes. Durchsuche gibt's ja nicht, deswegen vielleicht nimm. Das würde meine Nase überfordern. Okay. Aber das muss doch einen Grund haben, dass hier Kompost ist. Übersehe ich hier irgendwas? Benutze Magnet mit magischem Kompost. Vielleicht kommt was das raus. Das geht doch so nicht. Nein, schade. Erkältungssaft. Spezienglas. Benutze Spezienglas mit Kompost. Das geht doch so nicht. Nein. Ich habe es versucht. Niemand kann sagen, ich habe es nicht versucht. Im Internet gibt es bestimmt Zauberstäbe. Wow.
Essen? Verzehre Kompost. Wenn's dir nichts ausmacht, lasse ich es lieber. Schade. Aber es würde mich wirklich freuen, wenn du es benutze, Kompost. Mit, ich weiß nicht womit. Das geht doch so. Trage nicht. Kompost. Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Öffne Kompost. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Bewege Kompost. Das ergibt doch keinen Sinn. Seiko verzehre war ja irgendwie dagegen. Entferne Kompost. Das trage ich nicht. Schade. Hemis, dann gehen wir wieder vor die Hütte. Für den Zauberstab ja die Winkelgasse aufsuchen. Die gibt's hier, glaube ich, nicht. Also zumindest habe ich sie bisher nicht gefunden. Aber vielleicht muss ich da erst durch Wand 3/4 gehen. Hier, Wand 3/4 ist das. Diese Stelle, genau diese Stelle. Who knows? Können wir vielleicht nehmen, Krempel des Zauberers? Was soll ich denn mit dem Haufen Schrott? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In der Schublade war ja sonst nichts weiter, ne? Glaube ich. Rede mit Kompott. Eine flache hab ich nicht gemacht. Im Schreibtisch des Zauberers. Brian the Brain hat recht. Ich habe nicht mit dem Kompost gesprochen. Who knows? Eventuell wäre er ja aufgegangen. Was haben wir denn jetzt alles? Seil? Das heißt Wand 9 3/4. Nutze Klöppel mit Kühlschrank. Das geht doch so nicht. Erkältungssaft. Nutze Erkältungssaft mit Hühnchen. Das geht doch so nicht. Gib Erkältungssaft an Hühnchen. Das ist einfach nur dumm. Okay, wenn du das sagst, dann wird es vermutlich so sein. Nutze, trage, entferne, öffne Wandteppich. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Benutze magischer Wandteppich. Mit, ich weiß da auch nicht womit. Verdammt. Warte mal, wir konnten irgendwie diese Karte ja benutzen, ne? Speichern ist erstmal eine gute Idee, auf alle Fälle. Speichern. Raupe. Okay, das scheint geklappt zu haben. Benutze Karte. Hier kommen wir ins Dorf. Woanders kommen wir ja noch nicht. Moment, was war das? Ausgang. Ah, okay. Ausgang. Dorf. Schoppe. Vielleicht wissen die Jungs im Schoppe was? Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, also er gehört hierher. Und ich sage, hey, er gehört hierher. Entschuldigung? Wow. Man sieht sich. Schade. Und tschüss. Sie haben schon mal nichts, okay. Hätten wir denn diesen... Brauchen wir vielleicht... Warte mal, wir können mal gucken, ob wir bei dem lustigen Typen irgendwas verkaufen können. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Ich dachte, ich hätte alles abgelaufen. Hab ich offensichtlich nicht. Diese wahnsinnig schöne Libelle. Seht ihr diese wahnsinnig schön animierte Libelle? Und diese wunderschönen Vögel. Okay, wow, ich werde mich höchstwahrscheinlich verlaufen, oder? Vielleicht auch nicht. Weiße Eule. Sie sieht nicht besonders clever aus. Aber vielleicht weiß sie was? Libelle? Wo? Hast du sie nicht gesehen? Olli, hier flog eine Libelle hin und her. Das war total hübsch. Und einen wunderschönen guten Tag. Hi. Kaum sagt man es, findet sie den Ausgang. Ja, aber das war Zufall. Ich dachte, wir wären dort schon mal lang gegangen. So viele Wege. Entschuldige mich, Junge.
Die Augen! Ich kann mich nicht erinnern, aber macht nichts. Na klar! Was zur Hölle ist mit ihren Augen los? Heute ist große Resub-Time, kann das sein? Yippee! Max, vielen, vielen lieben Dank! Vielen, vielen lieben Dank für den Resub! Dankeschön für 2 Monate Treue! Danke, danke, danke! Auch dein Zimmer im Kokon wurde jetzt erweitert. Darfst du jetzt gerne noch was zum Sitzen mit reinschieben? Und fühle dich ganz, ganz so angeflauscht und drauf, Liebe. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Danke, danke, danke. 2. Monat. Wuhu. Danke. Möchte bitte am Waldrand abgeholt werden. Der kleine Simon, bitte. Kontaktlinsen verloren? Nee, Feder. Sie hat eine Feder verloren. Eine Feder. Bex, dankeschön. Schau an, Feder. Es ist eine Feder. Wow. Nimm, Feder. Boah, verdammt, jetzt können wir ja auch noch scrollen. Oh Gott, nein. Unser Inventar wächst, das finde ich überhaupt nicht gut. Gib Feder der Eule. Es ist schließlich ihre Feder. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Wieso er? Das klang voll weiblich. Wieso der Eule? Was? Gib Erkältungssaft an Eule. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Patronage, einen wunderschönen guten Abend. Du hast 40 Minuten zum Zuhören, das heißt, du siehst nicht mal was. Du hörst. Alles klar. Dann versuchen wir jetzt mit der Eule zu reden. Nochmal. Was zur Hölle? Oh, du. Schon wieder. Oh. Erinnerst du dich, was du noch wolltest? Willst du etwas? Ja. Was? Wollte ich? Ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht erinnern? Nonsens, ich kann mich... erinnern? An... alles erinnern. Ich bin... eine weise Eule. Ich bin nur nicht gut mit... Wörtern? Wörtern, ja. Ach, das heißt, du möchtest gern lurken. Dann mach das, Patronage. Mach das. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Mit Wörtern. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Tipps? Ja. Du bist... gut gekleidet? Nein. Gut rasiert? Nein, nein. Dein Name? Simon? Genau. Ja. Woher weißt du meinen Namen? Die, Sterne haben es mir gesagt. Ich bin ein, Idiot? Nein, Eule? Nein, Sternendings da, Astrologe? Ja, Astrologe, ja? What the? So gut, so schön. Genau, das ist eine Eule. Und wie sieht meine Zukunft aus? Zukunft? Ja, Zukunft. Ich habe einen, Tipp. Ja? Kleine Steine, sind, oftmals,
sehr hilfreich. Ist das alles? Im Augenblick, ja. Großartig. Komm zurück. Später? Ja. Ich glaube, die Mühe mache ich mir nicht. Kleine Steine sind oftmals sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich weiterhilft. Unglaublich, wie die früher um den heißen Brei herumgeölt haben. Ein Idiot? So schön. Kann man da zwischen lang gehen? Nein, oder? Nee, kann man nicht. Okay. War mir unsicher. Kleine Steine. Oh, ein Vögelchen. Vielleicht, damit ich hier irgendwann wieder rausfinde, könnte ich mir gut vorstellen. Denn im Moment habe ich das Gefühl, ich verlaufe mich hier komplett. Warum hier die Schmetterlinge? Oh. Voll schön. An diesen Klose-Mitschnitt. Ja, das stimmt. Das stimmt, Retro-Eggy. Ja, erinnert daran. Da hast du allerdings recht. Oh, was ist das denn? Ein Steintisch? Aha. Ein Steintisch, der zum Opfern von rasierten Löwen verwendet wird. Rasierte Löwen. Bewege. Das ergibt doch keinen Sinn. Öffne. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Verzehre. Warum latscht er immer rundrum? Warum macht er das? Das verbietet mir mein Diätplan. Okay. Nimm. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Schließe. Sieht nicht so aus, als könnte man das schließen. Benutze. Mit, ich weiß nicht womit. Das geht doch so nicht. Wir haben nichts zum Opfern. Rede mit. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Wieso? Das mache ich auch die ganze Zeit. Entferne. Das trage ich nicht. Trage. Ein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Gib. Keine Ahnung. Gib einfach. Zu wem? Zur Feder. Macht das Sinn? Das ist einfach nur dumm. Okay. Wunderschönen guten Abend, Trulettalüchen, reich beschenkten Nikolausraupen. Ich hab noch nichts zum Nikolaus bekommen. Aber ich krieg noch was. Ich bekomme noch was. Wir haben's dieses Jahr einfach nur völlig vergessen. Was ist das denn? Alles klar. Du musst ja aufpassen. Bist hier plötzlich vom Falken oder vom Adler, was auch immer es war, weggefuttert, wenn du nicht aufpasst. Das ist ja krass. Ich auch nicht, außer mein eigenes Geschenk. Okay. Es gab doch... Das stimmt, Bex, um Himmels Willen. Das stimmt. Ich habe nichts gesagt. Es tut mir leid. Ich fürchte, meine Stiefel riechen nicht so gut, deswegen war nichts drin. Okay, was ist das hier? Schau mal an, Schild. Da steht, Vorsicht, paläontologische Ausgrabungen. Aha. Nimm Schild. Das gehört mir nicht. Benutze Leiter. Das geht doch so nicht. Benutze Seil an Schild. Das geht doch so nicht. Loch. Ach, benutze, warte, da ist ein Loch, Moment. Da gräbt eine merkwürdige Person herum. Rede mit Loch. Hallo, ist da unten jemand? Hier ist sonst niemand außer mir. Na, aber das ist ja schon jemand.
Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Genehmigung? Wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben? Nein. Sind Sie ein Pirat, der nach Schätzen buddelt? Eine kaputte Gasleitung? Sie suchen Steine für Ihre Sammlung, oder? Nein, warum? Ich bin der berühmte Dr. Henry Jones. Wow! Der was? Der berühmte wer? Spießer. Ich bin der bekannteste Paläontologe der Welt. Ich suche nach der Verbindung zwischen Mensch und Gemüse. Ernsthaft? Sebastian, doch, ich hab das schon verstanden. Ich weiß doch, wer gemeint ist, doch klar. Geistig Verdrehte sind nicht mein Ding. Sie meinen Helmut Kohl? Nein, ich meine Fossilien, mein Junge. Ah. Sie sind der Schlüssel zu diesem Geheimnis. Du hast nicht zufällig welche herumliegen sehen? Nein. Nein. Sag mir, falls du welche siehst. Okay. Bitte geh jetzt. Ich habe gerade eine neue, vielversprechende Gesteinsader entdeckt. Ich sehe schon, dass ich hier nicht erwünscht bin. Die Verbindung zwischen Mensch und Gemüse. Helmut Kohl. Wieso denn die langweiligen Antworten? Das stimmt doch gar nicht. Außerdem denke ich eigentlich in den meisten Fällen, dass ich mehrfach antworten kann, aber das Herr geht Dr. halt Jones? Nicht immer. Was Leider. Ist denn jetzt schon wieder? Ich würde am liebsten alles nehmen. Nichts. Also. Wow. Psst, du störst die Fossilien. Benutze Leiter mit Loch. Das geht doch so nicht. Benutze Seil mit Loch. Das geht doch so nicht. Gehe zu Loch. Geht nicht? Schade. Können wir nicht irgendwas? Nein, können wir nicht. Schade. Spezienglas. Benutze Spezienglas mit Loch. Das geht doch so nicht. Schließe Loch. Sieht nicht so aus, schade. Als könnte man das schließen. Sehr, sehr schade. Nein, als Antwort weißt du nicht, wer ich bin, ist langweilig. Na, aber ich weiß ja nicht, was als Antwort von Ihnen kommt. Moin, moin, Bastas, du, Hallöchen. Was ist das hier? Was ist das da hinten? Zwergenmine? Aha. Mhm. Hey! Nur für Zwerge! Ich bin ein Zwerg. Klar bist du einer. Hinfort mit dir, oder du spürst meinen Stahl im Leib. Oh mein Gott! Nette Leute. Okay, da komme ich also nicht hin. Kann ich denn mit der Zwergenmine reden? Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst. Aber ich bin ein Zwerg. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Also verzieh dich. Ich hab ihn abrasiert. Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Zwerge tragen Bärte. Okay, wir haben leider nichts dabei, was einem Bart auch nur entfernt ähnlich kommt, aber das heißt nicht, dass wir da nicht trotzdem nochmal reingehen können. Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst. Aber ich bin ein Zwerg. Ah, okay, jetzt kommt das Gleiche nochmal. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Ich brauche einen Bart. Also verzieh dich. Ich hab ihn abrasiert. Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Ich brauche einen Bart. Nicht einen Bart. Gerade bei den Bibern 2x3 Minuten. Was gehört? Musste ich gleich herkommen. Was? Nur die nicht vorhandene Benachrichtigung an, dass die Raupe online ist. Ist doch gemein. Entschuldige, Taraxacum. Dafür kann ich nichts. Einen wunderschönen guten Abend. Hi, hi. Hallöchen. Richtig, du brauchst einen Bart. Siehste? Sag ich doch. Ich brauche einen Bart. Die Leiter vors Gesicht halten. Ich habe nicht das Gefühl, dass das funktioniert. Was ist denn das hier für ein hässlicher Baum? Der sieht ja schlimm aus.
Höhleneingang. Höhleneingang klingt verdammt gut. Warte, wir schauen uns erstmal den Höhleneingang an. Wir gehen direkt rein. Wir gucken uns ihn nicht an. Wir gehen einfach direkt rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wie weit man hier auch laufen kann. What the? Das ist total krass. Was ist denn das jetzt hier? Voll sumpfig. Das erinnert mich jetzt wieder an Monkey Island, hier mit Sumpf und so. Das ist eine Tür in einem alten Baum. Wow. Öffne Tür. Ich klopfe besser vorher an. Was ist denn das da? Ah! Ist das eine Art Lurch? Hallo? Jemand zu Hause? Ja. Hallo? Hallo. Ich mich freuen, dass jemand kommen mich besuchen. Ich mich freuen riesig. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Flauschraupe. Also wie eine Raupe, ne? So eine stehende. Aber ich glaube, es ist eine Art Lurch. So. Was hätte ich gerne als WhatsApp-Ton? Nennen wir es Gronkh. Wir nennen es Gronkh. Das ist der Lurch Gronkh. Auch nicht dich angeknurrt. Ja, aber ich weiß. Wenn nicht hier, wo soll ich mich sonst beschweren? Da hast du wohl recht, Taraxacum. Bitte, was? Olli, nein. Ich würde mich in dem Spiel bestimmt verlaufen. Es gibt Gott sei Dank eine Karte, Retro-Eggy. Ich weiß zwar nicht, wie detailliert die ist, aber es gibt eine Karte. Nein, ich bin mir nicht sicher. Habe ich das was irgendwann mal ins Teamspeak geschoben? Ah, ich habe es noch nicht gemacht. Okay, dann muss ich das noch... Ich muss daran denken, das was ins Teamspeak zu schieben. Erinnert mich ab und an mal dran. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Jetzt wein doch nicht, ich bin doch da. Ich würde auch eher in eine Jauchegrube springen. Würde ja gern bleiben und schwatzen, aber ich bin in einer wichtigen Mission. Du hast Geburtstag? Ich habe! Niemand ist bis jetzt hergekommen. Ich verbrachten Jahre damit, Sumpfsuppe zu machen. Ich gespart mein Geld für Partyhüte und Kuchen. Ich alle meine besten Freunde eingeladen. Sie müssen hier sein, bald. Ich wusste nicht, dass du Geburtstag hast. Eigentlich erst schon 2 Wochen her. Deine Verspätung ist aber nicht schlimm. Die anderen es was? Auch sind. Mir gefallen dein Kostüm. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier, um zu feiern. Sitzen! Ich gebracht Geburtstagssuppe. Daikasai, Hallöchen. Hi, hi. Warte! Damit bin ich nicht einverstanden. Freund! Ich gebe meinen Freund spezielle Sumpfsuppe. Uraltes und geheimes Rezept. Igitti. Von Sumpfling zu Sumpfling über Generationen weitergereicht wird. Ich weiß nicht, ob ich das essen möchte. Dominik, wunderschönen guten Abend. Du kannst dich auch mit Karte verlaufen. Echt jetzt? Gronkh überhaupt noch Beta oder ist das schon eine Stufe drunter? Es ist Sumpfling. Fans, es ist Sumpfling. Sumpfsuppe. Ich werde sterben. Was ist in diesem Zeug denn drin? Ach, komm schon. Wollen wir erst fragen, was drin ist? Und es dann essen? Oder wir sagen, ich werde sterben. Okay. Das kann ich nicht essen. Ich werde sterben. Oh,
Oh Gott, Sumpfling weint wieder. Sumpflings Kochkünste mehr. Stunde nicht gebraucht, um zu kochen. Jetzt muss alles wegschmeißen. Niemand kommt zum Essen mehr. Schmeiß es nicht weg. Ich hätte Lust darauf. Super. Diese Suppe mir gut gelungen. Die Holzläuse es machen schmackhafter. Holzläuse? Ich wünschte, das würde jetzt dir passieren. Ich glaube, ich höre etwas. Wunderschön. Mehr Freunde von mir jetzt da. Es ist so schön, so schön. Ah. Hab es mal in meinem Heimatort 35.000 Einwohner verfahren. Ich habe mich in einem Supermarkt verlaufen. 3 Mal. What, Eggy? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wieso böse Raupe? Gar nicht. L-förmigen Grundriss, das hat mich verwirrt. Ernsthaft. Bitte hab Gnade, für mich nicht mehr. Danke, ich bin voll. Es war köstlich, aber ich muss jetzt gehen. Noch eine Schüssel. Okay. Ich noch muss eine gern Schüssel. Mich essen. Iss auf. Ist gut für dich. Oh nein. Es ist warmer Sumpfschlamm. Warmer Sumpfschlamm. Das ist eine leere, hölzerne Kiste. Öffne. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Nimm. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Bewege. Sitzen, sitzen! Entschuldigung! Iss deine Suppe! Iss deine Suppe! Ja. Ein Fischernetz. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Na, aber hallo? Ein kleiner Eimer. Aber wie wir das können? Okay, offensichtlich können wir... Sitzen, sitzen! Entschuldigung! Iss deine Suppe! Darum fahre ich mit Navi. Ich habe das Navi immer nur an, um es anzumeckern. Das ist auch schön. WW Louis... Ist deine Suppe. Ja, ich mach ja. Daku, wunderschönen guten Abend. Verzehre Suppe. Nicht schon wieder. Doch, doch. Guten Hunger. Ich glaube, er hasst mich. Ich habe das Gefühl, er hasst mich. Immer grün anläuft. Genug dafür, Freund. Es ist so lecker. Für mich nicht mehr, danke. Ich bin voll. Und zack. Iss auf. Ist gut für dich. Oh nein. So gut. Können wir hier eigentlich noch irgendwas machen? Nimm Suppe. Das gehört mir nicht. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Benutze... Nee, danke. Benutze Glas mit Suppe. Geht das? Wir können es abfüllen, das Zeug? Oh, es funktioniert mal was. Damit habe ich nicht gerechnet. Du fertig? Ja, war total lecker. Oh nein, ich habe keine Suppe mehr. Oh, das ist aber blöd. Schade. Ich muss nur noch mehr Zutaten sammeln. Bleib hier. Ich komme bald zurück. Gott sei Dank muss ich von dem Zeug nichts mehr runterwürgen.
Was sind das für Flaschen auf dem Regal? Weiß ich nicht. Das steht nicht da, was das für Flaschen sind. Hier ist irgendwas, was sich bewegt drin. Keine Ahnung. Da bewegt sich ab und an hier irgendwie was. Das ist vielleicht eine Art Kaulquappe oder so. Ich weiß nicht. Bye bye, Sebastian, wünsche ich dir ebenfalls. Was denn, Louis? Und ansonsten gibt's hier tatsächlich nicht mehr. Warte, Moment, Suppentopf? Das ist der leere Suppentopf, in dem der Sumpfling seine Suppe kocht. Nimm, Suppentopf. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Das war mir schon fast klar. Okay, wir haben jetzt hier so ein Spätzleglas voll leckerer Suppe. Du brauchst ein Bad. Das Netz ist weg. Das Netz ist tatsächlich weg. Das hat der Sumpfling mitgenommen zum Sammeln. Der Sumpfling muss doch noch mehr Zutaten für die leckere Sumpfsuppe sammeln. Es wundert mich halt, dass ich mit der Kiste nichts anfangen kann. Benutze Kiste. Ich wüsste nicht, womit. Mit... Ich weiß nicht. Spätzchenglas? Ich hab keine Ahnung. Das geht doch so nicht. GB Wolf. Guten Abend, Suppe. Reingekommen, gerade ausgelaufen, bei den Getränken gelandet. Nachdem ich mir die Getränke in den Einkaufswagen gepackt habe, habe ich durchs Drehen wohl nicht gemerkt, dass ich inzwischen den Knick L-förmigen Grundriss genau an den Knick waren die Getränke passiert hatte und bin halt geradeaus weitergelaufen. Auf dem Weg zurück bin ich an einer Sackgasse gelandet. Aha, Retro, okay. Miscreated, das kenne ich bereits, Louis. Das kenne ich. Das kenne ich, das habe ich schon bei dem Brownie gesehen. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier gerade noch irgendwas Sinnvolles tun können. Ich wüsste zumindest nicht was, deswegen gehen wir einfach unauffällig, hoffe ich. Ich hoffe, der Sumpfling kriegt uns nicht mit. Der arme Sumpfling, wenn er sie erst zurückkommt, ist dann wieder keiner mehr da. Das ist total schade. Das ist mega gemein eigentlich. Ach, wie er gesprungen ist gerade, fand ich ja auch schön. Was ist denn das? Das könnte fast ein Stab sein hier hinten dran, oder? Aber ist es vermutlich nicht. Boah, Louis, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich hab nicht sonderlich viel davon gesehen. Warum gibst du das freiwillig zu? Die Sumpfsuppe muss für irgendwas gut sein, mit Sicherheit, aber noch weiß ich nicht. Noch weiß ich es nicht, aber sie ist bestimmt dann für irgendwas gut. Erstmal gucken wir uns die grausame Statue an. Die Statue eines extrem hässlichen Barbaren. Schick. Rede mit. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Wieso? Nimm. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Verzehre. Das verbietet mir mein Diätplan. Ich verstehe nicht, wieso? Gib Erkältungssaft. Das ist einfach nur dumm. Okay, benutze Spätzchenglas. Das geht doch so nicht. Benutze Magnet. Das geht doch so nicht. Was ist mit dem Sound los? Was war denn das für ein Kratzen? Kommt es? Es kommt durch die Hintergrundmusik, oder? Kann das sein? Muss über sich selbst lachen können, das stimmt, ja. Kleine Statue. Aha. Eine solide Steinstatue eines Zauberers. Alles klar. Vielleicht brauchen wir diesen Stab? Rede mit. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Aber. Das ist eine Nummer zu groß. Aber sie ist doch klein. Ich verstehe nicht. Das kratzt mal die Musik. Ja, es ist tatsächlich die Musik. Das ist total gruselig, dass es die Musik ist. Ansonsten ist hier aber auch wirklich nichts auf dem Bild. Okay, es ist nur die kleine Statue.
bewege, können wir sie vielleicht umschieben oder so? Also umschubsen? Das ergibt doch keinen Nein? Sinn. Nein? Okay. Entschuldige, ich dachte. Ich dachte, vielleicht ergibt es Sinn. Hm. Ich dachte auch, das geht so in Desi-Richtung. Also mir eindeutig zu langwierig. Ein Riese. Er schläft tief und fest. Baum. Wenn ich das irgendwie umschmeißen könnte, dann hätte ich einen Weg über den Abgrund. Bewege Baum. Das ergibt doch keinen Sinn. Wieso nicht? Warum nicht? Warum ergibt es keinen Sinn? Klar macht es Sinn. Rede mit Riese. Ich glaube, ich kann nicht laut genug schreien. Benutze Sumpfzeugs mit Riese. Das geht doch so nicht. Benutze Feder mit Riese. Das geht doch. Ich dachte, so wenn wir ihn kitzeln, vielleicht ist er. Die Suppe ging auch nicht. Nur noch fix essen, duschen, ab ins raupenseitige Bett. Weiterhin viel Spaß, schönen Abend. Das wünsche ich dir auch, Rollet. Bye bye, mein Lieber. Dir auch einen ganz, ganz tollen Abend. Hm. Das Spiel ist circa 25 Jahre alt. Es ist 26 Jahre alt. Nee, Quatsch, wann kam es? 93. 93. Simon the Sorcerer kam 93. Monkey Island war 90. Also es ist 23 Jahre alt. Und es ist gut, ja, auf jeden Fall. Ich muss bloß, was machen wir denn jetzt mit dem Riesen? Ich wette, ich muss den Riesen irgendwie wecken oder so, oder? Müssen wir den Riesen irgendwie wecken? Ein super starker Elefantenhustensaft. Benutze die Schere bei dem Seil, warum? Das geht doch so nicht. Nö, das geht doch so nicht. Das geht so nicht. Die Frage ist halt nur, ich dachte, wir können ihn vielleicht kitzeln. Das geht nur leider nicht. Verzehre Riese. Ich hätte lieber Hühnchen. Okay. Trage, bewege. Bewege Riese. Das ergibt doch keinen Nein. Sinn. Benutze Leiter mit Baum. Das geht doch so nicht. Hm. Benutze Leiter mit Riese. Klöppel. Das geht doch so nicht. Benutze Klöppel mit Riese. Das geht doch so nicht. Ich habe das Gefühl, wir brauchen irgendwie was, um ihn zu wecken. Also ein Megafon oder sowas. Und dann stößt er vielleicht den Baum um, weil er sich erschreckt. Er hat ja gesagt, er ist nicht laut genug. Ich glaube, ich kann nicht laut genug schreien. Ja. Hat er gesagt. Die Feder geht nicht, der Rest macht für mich alles keinen Sinn. Erkältungssaft und Sumpf. Sumpfsuppe ging auch nicht. Die Seile durchschneiden. Die hier, die kann ich nicht benutzen. Die hier kann ich nicht benutzen. Immer nur da, wo hier unten dann was steht, ne? Riese, Baum, aber ansonsten bei den Seilen steht hier halt nichts. Also bei diesen Strängen hier. Hm. Hast du die Feder probiert? Ja, ich habe die Feder probiert. Moin, moin, Keks, hallöchen. Lern schon für den Test, der später kommt. Was für ein Test? Du hast es ja schon fast erraten. Das heißt, ich brauche tatsächlich irgendwie so eine Art Megafon. Ich habe mir das schon gedacht. Freddy, moin, Hexa, hallöchen. Wunderschönen guten Tag. Ich habe mir das schon gedacht, dass ich irgendwas brauche, um ihn anzuschreien, weil er halt sagt, er ist nicht laut genug. Wir brauchen bestimmt was, um ihn anzuschreien. Und dann haut er vielleicht den Baum irgendwie um. Hoffe ich. Hoffe ich. Was ist denn das? Das ist Simon the Sorcerer. Freddy. 1993 erschienen. Sehr, sehr altes Spiel. Ein Adventure, so Monkey Island. Na, in die Richtung. Und ja. Wir spielen hier Simon und müssen Calypso aus den Fängen des bösen Sorbit befreien. Sordit. War es mit D oder mit B? Ich bin mir nicht mehr sicher. Hm.
Ehrlich vorwurfsvoll, Simon, das geht doch so nicht, sagt er. Das stimmt. So. Wir gehen mal zurück. Es gibt ja im Wald noch andere Wege, die wir noch bestreiten können. Vielleicht finden wir ja irgendwo zwischendurch ein Megafon. Zufällig oder zumindest was Vergleichbares. Können wir hier noch nach rechts? Ja, vermutlich, oder? Ja. Wo geht's denn hier noch so hin? Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. So ein Spiel. Ja, genau so eins. Genau so eins. Wer bist du denn? Ein Holzfäller. Wie soll ich jetzt weiterleben? Wusste ich doch. Es war zu schön, um wahr zu sein. Gott, der Arme. Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Was denn? Die ganze Zunft wird sich über mich totlachen. Nein! Was hast du getan? Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Ja, das frage ich mich auch ständig. Ständig. Ich habe Sorgen. Die habe ich auch. Na und? Ich werde alles verkaufen müssen. Was denn? Den Baum, in dem du wohnst? Okay. Schauen wir mal. Er hat nicht auf seine Mutter gehört. Ja, ein Riesenfehler. Schau auf deine Mutter. Hör. Gott! Er sieht entsetzlich aus. Ja, eindeutig. Entschuldigung. Was gibt's? Aufmunterung nötig hättest, sag mir, was dich bedrückt hat. Die Sonne scheint. Hip hip hurra! Yay! Die Sonne scheint. Hip hip hurra! Wer bist du? Ein Minnesänger? Ein Minnesänger? Ich mag Minnesänger. Ich glaube, nicht mal du kannst mich jetzt erheitern. Womit habe ich das verdient? Gib ihm die Suppe. was genau ist das Problem? Ich hoffe, Pech ist nicht anstecken. Mit wem redest du? Ein alter Grießkram. Mit wem redest du? Hernia, der Jäger. Gott des Waldes und der verdrehten Eingeweide. Doch das Problem sind die Bäume. Bäume? Bäume. Bäume? Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Aha. Ich dachte, Holzfäller seien Probleme für Bäume. Nicht diese Bäume hier. Aha. Dass man das Alter eines Baumes an der Zahl seiner Ringe ablesen kann, das ist doch mal eine sinnvolle Frage. Ist es wahr, dass man das Alter eines Baumes an der Zahl seiner Ringe ablesen kann? Natürlich. Oh, okay. Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Nein! Nein, der Arme! Gott sei Dank kann ich mir das YouTube-Video jetzt nicht angucken. Ich glaube, das ist sehr gut. Hallöchen, Exes. Wunderschönen guten Abend. Für mich ist es das erste Mal, dass ich das spiele. Ich schließe eine weitere Kulturlücke. Nach The Monkey Island, jetzt Simon the Sorcerer. In einem normalen Wald hast du die Axt auch richtig herumgehalten. Hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Würde einen Baum magisch beschützen? Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ich habe versucht, sie auf jede erdenkliche Art zu halten, aber ohne Erfolg. Okay. Du kannst wohl, nur du willst nicht. Das ist richtig, ja. Ich glaube, ich ertränke mich morgen in Selbstmitleid und Verzweiflung. Der Lot ist aber so schwer, ist es doch gar nicht. Vergifte die Bäume mit der Suppe. Eine sehr gute Idee. Hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, das habe ich erwartet. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Der Arme.
Ich wette, du kommst dir so richtig dumm vor. Okay, jetzt reite nicht dauernd drauf rum. Ich sage es offen und ehrlich, es war mir wieder sehr nett bei dir, Raubling. Und ich möchte betonen, freue mich aufs, na, Dings, das nächste Ums Mal. Und entschuldige mich für dieses katastrophale Deutsch. Patronage, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend. Bye, bye, mein Lieber. Dankeschön fürs Reinschauen. Oh, Gautwin, Hallöchen, hi. Herzlich willkommen. Ja, um genau zu sein, du bist wahrscheinlich so ungefähr 23 Jahre zurück. Ungefähr. Roffelboxer, wunderschönen guten Abend. Ach, Freddy, gar nicht. Dem geht's total gut. Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Nö. Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril. Aha. Und es ist das härteste bekannte Metall. Aha. Was? Was? Du solltest deine Axt aus mir machen. Ich bin hart. Ich glaube nicht, dass du so hart wie Milrit bist. Und du bist auch nicht so selten. Habe nicht mal von einem gehört, der es gesehen hat. Schon mal die Zwerge gefragt? Will ich es kaum finden? Selten, so wie die Gehaltserhöhung und so? Selten? So wie Gehaltserhöhungen und so? Eigentlich nicht. Selten wie ein ehrlicher Immobilienmakler. Ah. Ich habe mit den Zwergen geredet, doch sie haben nur gelacht und mir diesen Metalldetektor gegeben. Oh, schick. Irgendwas genützt? Geschwätz langweilt mich zu Tode. Wie kommt ein Metalldetektor in diese Dimension? Was machst du in dieser Dimension? Für das Wohl der Menschen arbeiten. Dieser Metalldetektor erkennt Metall. Warum nimmst du ihn nicht und suchst die Gegend nach Milrit ab? Du würdest auch nicht schlechter als ich abschneiden. Okay. Okay. Na dann gib her. Dann suchen wir halt. Benutzer, Metalldetektor. Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Okay. Wir sollen also Milrit für den Holzfäller suchen. Wie soll ich jetzt weiterleben? Es ist ein Spiel für Kinder, ich glaube nicht. So hart wie das Leben. Was meinst du, Nerdchen, Freddy? Ich glaube nicht, dass ich da rüberkomme. Schlucht. Schau mal an. Schlucht. Da ist jemand am Fischen. Was? Rede mit? Schlucht. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Aber ich dachte, da ist jemand am Fischen. Ich dachte, wie mit dem Loch kann ich auch mit der Schlucht reden. Schade. Benutze Leiter mit Schlucht. Das geht doch so nicht. Nein. Benutze Seil mit Schlucht. Benutze Seil mit Schlucht. Das geht doch so nicht. Nein, aber wie komme ich dann hier rüber? Soll ich Mist? Benutze Metalldetektor. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Okay. Schade. Na dann wieder zurück. Kinder können da zuschauen, das stimmt, ja. Wusste ich doch. Louis, bye bye, ich wünsche dir einen schönen Abend. Oh Gott, der ist so deprimierend, der Typ. Ich muss hier weg. Das Salz im Baum, ich konnte den Baum nicht benutzen, Roffelboxe. Ich hatte in dem Bild nur die Schlucht, die ich benutzen konnte. Ach so, halt. Halt. Benutze Metalldetektor. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Okay. Ich muss es ja wenigstens überall mal benutzen. Am Ende übersehe ich das Milrit noch. Benutze Metalldetektor. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Benutze Metalldetektor mit... Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Ich wollte eigentlich mit Zwergenmine, aber gut. Können wir jetzt vielleicht mit denen reden? Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst.
Aber ich bin ein Zwerg. Aber ich brauche Milrit. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Also verzieh dich. Wir brauchen einen Bart. Ich hab ihn abrasiert. Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Ja, ich weiß. Ich brauche den Bart. Ich brauche den Bart. Okay. So, hier ist er. Benutze Metalldetektor. Ich glaube, mit hier finde ich kein Milrit. Eigentlich wollte ich mit Loch benutzen, aber das geht immer nicht. So. Hier waren wir auch noch nicht. Wir sind erst dahin, dann dahin. Jetzt gehen wir hier nach rechts. Kusch, rasiertes schauen einen alle so komisch an. Was ist denn das für ein Lärm? Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter. Ich kann dich nicht hören. Gott! Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Gott, dammit! Dass man das Atmen einstellt, was zur Hölle ist das? Das finde ich gut. Wie wär's, wenn du erstmal das Atmen einstellst? Ich verstehe, alter Junge. Schönen Tag noch. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Was? Krach für den Riesen, ja, eindeutig. Bloß, wie kriegen wir das? Er hört ja nicht auf. Benutze Metalldetektor. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Okay, wir haben nicht lange Zeit, um dort zu handeln. Können wir nicht einfach irgendwas, den Klöppel reinwerfen oder so? Benutze. Das geht doch so nicht. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Schade. Das Problem ist, man kann natürlich jetzt auch nicht unendlich durchprobieren, aber ich dachte halt, dass wir eventuell irgendwas reinwerfen einfach. Mythos, moin, Hallöchen. Benutze Klöppel mit Sausefuhr. Das geht doch so nicht. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Nervt ein bisschen. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Aufhört zu pusten. Strick um den Hals. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wäre sehr brutal. Wäre durchaus eine Möglichkeit, aber es wäre sehr, sehr brutal. Können wir denn nochmal mit ihm reden? Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Vielleicht ist das Ding aus Müllrit. Vielleicht. Vielleicht, Rainer Geist. Taiki? Moin. Vielleicht funzt der Magnet. Weiß nicht. Kann ich dieses, Ding da haben? Wenn du mein Sausefon meinst, nein. Mist. Warum nicht? Ich verschenke keine perfekt funktionierenden Instrumente. Du würdest es nicht bereuen. Nichts erfreut mich mehr als gute Musik. Wie lange hast du es schon nicht mehr benutzt? Ich habe es erst heute von einem Flohmarkt. Mist. Das ist mir zu langweilig. Guten Abend, Einhorn Kadaver, hi. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Kannst du Sachen kombinieren? Das sei ein Magnet. Können wir gerne versuchen. Olli sagt 5. Wow. 5. Benutze Seil und Magnet. Ganz offensichtlich. Seil und Magnet. Okay. Okay. Benutze Seil und Magnet mit Sausefuhr. Das geht doch so nicht. Schade. Wäre aber cool gewesen. Aber wir haben jetzt ein Seil mit einem Magneten. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber wir haben's. Was könnten wir eventuell noch? Das mit dem Klöppel vielleicht noch kombinieren? Nein. Aber ich finde es schon mal interessant. Okay, man kann also die Sachen miteinander kombinieren.
Seil und Magnet. Wirf die Schere. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst auf jeden Fall das Ding. Das ist mir schon klar. Wir brauchen das auf alle Fälle. Aber ich würde gern noch, bevor wir... War eine verdammt gute Idee, auf alle Fälle. Ich würde gern noch die anderen Stellen ablaufen. Oh! Oh Gottchen, der Arme! Mein armer Fuß! Er weint, weil ein Dorn in der Ferse seines Fußes steckt. Oh! Stich ihn mit der Schere. Junge. Ich bezweifle es. Du siehst böse aus. Ich habe selbst genug Probleme. Haben wir ein Problem? Es ist dieser Dorn. Er steckt in meinem Fuß. Ich kriege ihn nicht raus. Oh Gottchen, der Arme. Wie hast du mit dieser schlimmen Wunde überlebt? Es war nur der Mut eines Bären, der mich vor Durchdrehen bewahrte. Na gut, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Der Wahnsinn. Gleich habe ich ihn. Es könnte ein wenig stechen. Schon fertig. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Ist schon okay. Mia grinst. Na gut. Aber hier, nimm diese Pfeife. Eine Pfeife? Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, dann blase einfach hinein. Danke. Ein netter Kerl. Wir haben eine Ork-Rufpfeife. Also eine Barbaren-Rufpfeife. Okay. Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Alles klar. Das war ja schön. Bye bye, lieber Baba. Mal schauen, wann wir ihn mal brauchen. Rein theoretisch könnte er doch auch den Riesen wecken oder den Baum umklöpfeln. Ich weiß noch nicht. Ah, okay, wir sind jetzt hier also einmal im Kreis hinten quasi durch den Wald rumgelaufen. Alles klar, wo geht's hier hin? Was ist das hier? Ein umgefallener Baum. Ausgewurzelter Baum. Okay, gehen wir erstmal nach hier unten. Gucken, wo es dahin geht. Ich hoffe, ich habe oben wirklich alle Wege abgelaufen. Das ist zum Teil sehr verwirrend. Was war denn das? In Herrgottes Namen, was war das? Das ist überaus beängstigend. Achso, ich könnte ja mal die Musik anmachen. Was ist denn das jetzt? Hexenholzchen hier oder was? Wir fallen gleich in den Brunnen, ich sehe das schon. Pass auf, wenn hier der böse Wolf aufmacht. Hier macht bestimmt der böse Wolf auf, verkleidet, weißt du? Als Oma, als Ömmchen. Bestimmt. Es ist ein sehr tiefer Brunnen. Ein sehr tiefer Brunnen. Rede mit Brunnen. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Da bin ich mir nicht so sicher. Benutze seinen Magnet mit Brunnen. Das geht doch so nicht. Schade. Benutze Leiter mit Brunnen. Das geht doch so nicht. Benutze Metalldetektor. Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Okay. Bewege Brunnen. Das ergibt doch keinen Sinn. Verzehre Brunnen. Okay, das wird so nix. Eine Tür. Eine stabile Holztür. Das Statuen da? Was meinst du? Das hier unten? Das sind... Steine mit Gesicht. Keine Ahnung. Öffne Tür. Ich klopfe besser vorher an. Ja, mach das. Keiner zu Hause. Na, dann mach auf. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier ein Wolf lebt. Eine schwarze Katze, das ist nicht gut. Laterne.
Mäuseloch? Okay. Eine Katze lebt da. Wuhu, eine Katze. Skadian, übrigens einen wunderschönen guten Abend. Hi. Oh nein, jetzt macht er wieder... Nie hat man Zeit, sich mal in Ruhe das Bild anzugucken. Kiste. Ein starker, hölzerner Stamm. Öffne Kiste. Was meinst du, wie ich die Schlösser öffnen soll? Ich weiß nicht. Vielleicht mit dem Klöppel. Das geht doch so nicht. Nein? Okay, wir schließen erstmal die Tür, würde ich sagen. Schließe. Ach, wir können die Tür diesmal nicht benutzen. Okay, schade. Erkältungssaft, Feder. Besen. Sieht aus wie etwas, auf das Hexen total abfahren würden. Ein Foto von Mutti an der Wand. Die Bude ist sympathisch, ja, eindeutig. Den Besen nehmen wir mit. Oh, verdammt. Oh, meine Güte. Oh nein. Oh, meine Güte. Hat dir noch nie jemand gesagt, dass man eine Hexe nicht bestiehlt? Was? Ich wollte mir das nur ausleihen. Ich bestehle, wen ich will. Genau. Ich habe es mir nur ausgeliehen. Ja. Ausleihen? So, so. Ja, genau. Wie bitte? Raus hier, bevor was Entsetzliches passiert. Ja, Gnädefrau. Mist. Puh, das war knapp. Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Blockiert? Aha, blockiert. Was? So, du willst wohl mit mir kämpfen, was? Willst du ein Zauberer-Duell? Nein. Worum kämpfen wir? Mein Besenstiel gegen dein Leben. Das klingt nicht gut. Bist du sicher, dass diese Bedingungen fair sind? Das klingt nicht gut. Willst du wohl herausmogeln, was? Absolut, ich liebe mein Leben. Ich habe keine Angst vor dir, alte Schrulle. Pass auf. Ha! Du bist ja noch nicht mal ein richtiger Zauberer. Oh, hau ab, oder ich zeige dir, was wirkliche Magie ist. Ja, Gnädefrau. Ja, Gnädefrau. Okay, alles klar. Also bei ihr kommen wir momentan nicht weiter. Das war knapp. Das sollten wir lieber sein lassen. Das wird nicht besser. Kommen wir hier hinten noch lang? Oder ist da Schicht im Schacht irgendwo? Ja, da ist Schicht im Schacht. Also. Total seriös. Genau, Fredi. Was für eine Werbung? Wieso böse? Ich bin überhaupt nicht böse, Taiki. Bin vielleicht etwas vorlaut. Sagen wir vorlaut. So, jetzt waren wir unten. Wo geht's dahin? Was gehört? Was? Nur etwas Balsaholz oder Spanplatten. Wir sind nicht wählerisch. Ich höre irgendetwas. Ich könnte schwören, ich hätte eine Stimme gehört. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen. Es muss eine logische Erklärung dafür geben. Du könntest mich wenigstens mal ansehen, wenn ich mit dir rede. Nur weil ich bettle, muss ich doch kein schlechter Mensch sein. Alter, was? Sprechender Baumstumpf. Tut mir leid, aber ich habe nun mal noch nie zuvor einen sprechenden Baumstumpf gesehen.
mir nicht erklären, wie solch ein absurder Gedanke in meinen Kopf gelangen konnte. Jedenfalls, hast du jetzt etwas von übrig oder nicht? Ehrlich gesagt, versuchst du deine Muskeln spielen zu lassen oder was? Leiba, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hast du dich verjagt, Taiki? Sadam, stopp zurück, einmal aus dem Brunnen kurbeln. Aber ich konnte den Brunnen doch gar nicht benutzen. Das ging doch nicht, hab ich doch versucht. Geh gleich nochmal zurück. Ich hoffe, ich denk dran. Weigere mich strikt zuzugeben, dass ich mit einem Baumstumpf rede. Nein, habe ich nicht. Was wollt ihr überhaupt damit? Wenn ich könnte, aber ich kann nicht. ich hab leider nichts. Nein, habe ich nicht. Was wollt ihr überhaupt damit? Was meinst du mit ihr? Ihr seid Holzwürmer! Ist es nicht offensichtlich, wofür wir es wollen? Brunnen geht noch nicht. Ah, alles klar. Okay. Pardon, hab nicht gemerkt, dass ihr Holzwürmer seid. Entschuldigung. Du hast nicht wirklich geglaubt, du redest mit einem Baumstumpf. Naja. Weder mit Baumstümpfen. Ich bin stolz darauf, weder mit Baumstümpfen noch mit Holzwürmern zu sprechen. Das ist ja wieder mal typisch. Nur mal die Arme, alle Arme. Glaubst du, dass mit mir etwas nicht stimmt? Das nennt man Rassismus und nicht anders. Armseliger, schmutziger Rassismus. Okay. Freddy, was? 1, 2, 3. Hä, wie? Genau, der kleine Nils. Stell dir den Synchronsprecher vor von dem Typen mit dem Stumpf. Ich habe keine Ahnung, aber ich konnte mir vorstellen, dass man seine Stimme auch verstellen kann, um so zu sprechen. Eventuell unter Umständen. Was? Rassismus? Gegen Holzwürmer? Und genau das ist Teil des Problems. Du betrachtest uns nicht mal als Volk. Nun, berichtige mich, wenn ich mich irre, aber... Wir haben das gleiche Recht zu atmen wie du! Gibt es etwas, womit ich dir helfen kann? Brunne! Was wir wirklich wollen, ist etwas Holz von wirklich hoher Qualität. Etwas von warmer Klasse. Teak, zum Beispiel. Teak! Oder Gelbholz. Ich meine Treibholz. Lotus, ich wünsche dir einen schönen Abend. Eiche! Holz. KK Double, wunderschönen guten Abend. Monkey Island haben wir tatsächlich vor Simon gespielt. Wobei, nein, vorher haben wir, naja, doch, ja, im Prinzip, wir haben noch Black and White 2 noch mitgespielt, aber Monkey Island 2 haben wir auch komplett die 1 und die 2 durchgespielt. Und jetzt ist Simon dran. Schöne Zwiegespräch. Ich und mein Holz fällt mir da nur ein. Genau. Das sind die Schlümpfe. Und die eine ist Schlumpfine, ja, vermutlich.
Schön, alles um einem Holzwurm in Not zu helfen. Schön, alles um einen Holzwurm in Not zu helfen. Du wirst es nicht bereuen, hörst du? Okay, die Frage ist natürlich, wie wärst du mit der Leiter? Das geht doch so nicht. Nein, ich dachte, sie ist doch auch aus Holz. Nicht? Schade. Ich hatte gehofft, wir können vielleicht einfach die Leiter. So. Okay, wir müssen also irgendwo ja Holz bekommen. Ach, können wir eigentlich... Wir haben lange den Metalldetektor nicht mehr benutzt. Ich glaube, hier finde ich keinen Müllritt. Aber wir finden hier keinen Müllritt. Wieso erinnert mich das jetzt auch wieder unwesentlich stark an Monkey Island? Ein Troll auf einer Brücke, klar. Los geht's. Ich bin's doch nur, der kleinste Ziegenbock Gruff. Ich bin auf dem Weg ins Tal, um mich fett zu fressen. Dann werde ich dich verspeisen. Oh nein, bitte friss mich nicht auf. Ich bin viel zu klein und auch nicht fett genug. Warte, bis der zweitkleinste Ziegenbock vorbeikommt. Der ist viel fetter als ich. Na gut, dann... Na gut. Moment mal, darauf will ich schon mal reinfallen. Wenn das so weitergeht, fliege ich am Ende in den Fluss. Wie immer. Wie immer. Nein. Das ist total falsch. Schauen Sie hier, auf Seite 23 des Textes. Ich sage, der ist noch viel fetter als ich. Woraufhin Sie sagen, na gut, dann verschwinde. Und dann warten Sie auf den zweiten und so weiter. Das ist doch so einfach. Jetzt passen Sie mal auf, Mr. Gruff. Jeden Tag werde ich in diesen blöden Fluss geschmissen, aber jetzt habe ich genug. Ich verhungere. Deshalb werde ich dieses Kindermärchen etwas ändern. Ich werde sie nun fressen und ihren kleinen Freund da in die Tiefkühltruhe schmeißen. Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Troll. Sie haben einen Vertrag für den Job unterschrieben. Also sagen Sie Ihren Satz und lassen Sie mich durch. Oder fangen Sie schon mal an, Ihr Büro zu räumen. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Mir ist dieser Job und dieses Büro total egal. Ich bin gerade dabei, meinen Vertrag mit der Gruff und Gruff AG zu kündigen. Indem ich einen meiner Arbeitgeber fresse. Können wir das nicht ausdiskutieren? Das ergibt für Sie doch keinen wirtschaftlichen Sinn. Warum besprechen wir das Ganze nicht noch einmal? Tut mir leid, Herr Gruff. Nur der Stärkste überlebt. Schauen wir uns mal die grundlegenden Instinkte an. Ich bin ein großer, kräftiger Fleischfresser. Und Sie ein schwacher, wehrloser Pflanzenfresser. Rechtlich gesehen sollte ich momentan Ihre Überreste aus meinen Zähnen entfernen. Um nochmal auf den Text zurückzukommen. Wie Sie sehen, hätten Sie bei einem Verzicht auf mich die Möglichkeit, meinen etwas größeren und fetteren Bruder dort zu verspeisen. Mr. Gruff, Sie sind ein sehr zuvorkommender Arbeitgeber. Ich hatte immer mein Weihnachtsgeld und so. Darum habe ich mich entschlossen, Sie nicht zu fressen, sondern wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Ich gründe eine Zollstation. Nein. Niemand darf bis auf Weiteres über diese Brücke. Mist. So ein Mist. Streik. Der Streik. Jetzt sind Sie zu weit gegangen. Ich werde nicht, ich betone, nicht weichen. Okay, Sie haben Ihren Punkt vorgebracht. Ich werde nicht, ich betone, nicht weichen. Ich könnte etwas saftiges Gras gebrauchen. Ich werde nicht, ich betone, nicht weichen. Sie wissen natürlich, dass dies gegen Artikel 3 Absatz 4 unseres Vertrages verstößt. Ich werde nicht... Nein, hol nicht den... Er holt den Walkman raus.
Er immer mit seinem Walkman. Er macht mich fertig. Okay. Ich betone, nicht. Er streikt. Und jetzt? Der Ziegenbock versucht, den Troll zu überreden. Ich werde nicht. Er lässt keinen über die Brücke. Ich bin sicher. Es kommt niemand vorbei. Einigen. Ich werde. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Ich weiß nicht. Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Mist. Ich werde nicht. Ich betone. Nicht. Weichen. Können wir mit dem Troll reden? Es gibt noch andere Trolle. Das wissen Sie ja. Ich werde nicht. Ich betone. Wow. Nicht. Weichen. Und nun? Ich hol jetzt den größten der Gruff-Brüder. Ich werde nicht. Ich betone. Nicht. Weichen. Hey, wir sollten vernünftig bleiben. Das geht doch so nicht. Nicht? Ich werde nicht. Ich betone. Wie wär's mit Erkältungssaft? Nicht. Das geht doch so nicht. Nein? Können wir das nicht? Wie wär's damit? Das geht doch so Nein? nicht. Wie wär's mit einer Feder? Nicht. Das geht Nein? doch so nicht. Okay, schade, ich habe keine Ahnung. Nicht weich. Ich habe auch das Gefühl, Trial, dass Dazu er nicht. Haben Sie kein Recht. Ich betone. Ich werde nicht, nicht weichen wird. Ich betone nicht. Weichen. Ich könnte etwas saftiges Gras gebrauchen. Der macht mich fertig. Nicht. Ich betone. Warte mal, die Ziege will saftiges weichen. Gras? Warte, wir haben sowas ähnliches. Wie wär's mit Sumpf? Das geht doch so nicht. Nein, wie wär's mit Erkältungssaft? Ist auch grün. Das geht doch so Nein? nicht. Ich okay. betone. Ich habe das nicht. Höchstwahrscheinlich brauchen wir vielleicht. Brauchen wir saftiges Gras für die Ziege? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab echt Gott. Was soll dieses Spiel? Was vermittelt dir das Gefühl? Stimmt, ich muss ja Gieb machen. Ich habe immer Benutze gemacht. Moment. Wir versuchen das nochmal mit Gieb. Vielleicht kann ich ihr die Sumpfsuppe geben. Lecker Sumpfsuppe. Gieb, Erkältungssaft. Warte mal. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Nein, wie wär's mit Sumpfsuppe? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Wie wär's für dich mit Sumpfsuppe? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Wie wär's mit Erkältungssaft? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Ich werde nicht. Ich betone nicht weich. Hey, hey. Das wird er nicht machen, Flavor. Benutze Schere. Das geht doch so. Das funktioniert leider nicht. Klöppeln. Es gibt noch andere Trolle. Rede doch mit das dem Troll, geht Sie nicht. Ja. Ach doch, es geht. Ich glaube, ich habe gerade versucht, mit ihm zu reden und es ging nicht. Rechte auf ihrem Plakat falsch geschrieben haben. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie Rechte auf Ihrem Plakat falsch geschrieben haben? Gleich zeige ich dir meine Rechte, du Linker. Boah. Was haben wir denn für ein Problem? Ich verlange Zufriedenheit. Und bis ich die habe, darf niemand über diese Brücke. Zufriedenheit? Ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Was ist Ihr Begehr daher? Was das für eine schöne Brücke ist? Sie haben Glück. Ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Wirklich? Mhm. Vielleicht können Sie mir sagen, was Zufriedenheit ist. Kleiner, behaarter Nager mit einer krankhaften Neigung. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Davon habe ich ein paar Exemplare in meiner Tasche. Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nager mit einer krankhaften Neigung. Hä? Ja. Nicht? Mist. Davon habe ich ein paar Exemplare in meiner Tasche. Ich will sie sehen. Scheint, als hätte ich sie daheim vergessen. Mist. Kniffko, einen wunderschönen guten Abend. Und ja, es ist wirklich politisch, Flavor, ja. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Hä?
Okay, das hat alles nichts gebracht. Hä? Ich wieder an die Eule denken muss. Warum sind Sie unglücklich? Jeden Tag kommen diese saftigen, fetten Gruffböcke hierher, um über die Brücke zu gehen. Ich weiß, wie die Geschichte verläuft, aber ich sterbe vor Hunger. Und bis ich nicht eine Ziege zu essen bekomme, darf niemand über diese Brücke. Er will also eine Ziege essen. Warum essen Sie diese zwei nicht jetzt gleich? Sie könnten jetzt das Fleisch auf den Rippen vertragen. Kein Problem. Wie hätten Sie Ihre Ziege gern? Okay. Kein Problem. Wie hätten Sie Ihre Ziege denn gern? Gekocht wäre nett. Es ist lange her, dass ich Ziegensuppe hatte. Ich will nur etwas Ziege zum Essen. Ist das zu viel verlangt? Ziegensuppe? Ich sehe mal nach, was ich machen kann, okay? Einen Moment bitte. Was ist denn das für eine Pfeife um Ihren Hals? Meine Pfeife. Das ist meine Pfeife. Sie gehört mir. Rühren Sie sie nicht an. Gib's her. Lass mal sehen. Fehler. Du Trottel. Hä? Das hat ja viel gebracht. Wo waren wir doch gleich? Ach ja, ich wollte gerade vorschlagen, dich anstatt. Bye bye, Troll. Macht dir dieser Typ Ärger? Ja. Ja, schnapp ihn dir. Okay. Er hat meine Pfeife weggeschmissen. Der blöde Troll hat meine Pfeife weggeschmissen. Machst du meinem Freund Ärger? Nein, gnädiger Herr. Es scheint, als wäre er anderer Meinung. Oh. Was soll ich mit ihm machen? Wirf ihn in den Fluss. Okidoki. Ist jetzt alles okay? Yep. Vielen Dank. Super. Bis dann. Aber ich hab die Pfeife nicht mehr. Guter Wurf. Die Pfeife ist weg, verdammt. Mogelmann86, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Toto, benutze Schere mit Ziege, dann gibt's Ziegenfleisch. Ein Ziegenbart. Schnapszahl 5555. Ziemlich cool, Pain. Nice. Ba-da-ba-da. Dankeschön, Trial. Ich betone 2. Trial, vielen, vielen lieben Dank für 2 Monate Flauschraubenzugehörigkeit. Dein Zimmer im Kokon wurde erweitert. Darfst du gerne einen Sitzsack oder irgendwas anderes? Vielleicht, wie wär's mit einem Gymnastikball? Ich habe noch nie einen Gymnastikball vorgeschlagen. Falls du gerne auf einem Gymnastikball sitzt, darfst du dir natürlich auch gerne einen Gymnastikball in dein privates Zimmer im Kokon schieben. Vielen lieben Dank für 2 Monate Unterstützung. Dankeschön und für dich ganz, ganz doll angeflauscht. Und mir ist heute eindeutig zu wenig Hype im Chat. Das geht gar nicht. Gar nicht geht das. Da fehlt extrem viel Raupenliebe. Kriegst du umso mehr von mir. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Trial. Paar starke Ohrfeigen regeln immer. Das stimmt, ja. Das stimmt. Okay, wir haben jetzt das Schild. Dürfen wir das Schild mitnehmen? Bitte was? Ein Ökologenstuhl? Auf dem Schild steht, ich weiß nicht, ob Gleichberechtigung für Trolle. Ob Trial da gern drauf sitzt. Gleichberechtigung für Trolle? Aber da steht doch gar nichts mit Rechte drauf. Kann ich mich so schlecht anlehnen? Hab da Erfahrung? Das stimmt ja. Das geht schnell. Schlecht. So rum. Schnell. Oh Gott. Es wird nicht mehr besser heute, wirklich. Oh. Das ist überhaupt nicht gut. Benutze Klöppel mit Schild. Das geht doch so nicht. Benutze Schere mit Schild. Das geht doch so nicht. Dann eben nicht. Wir können jetzt übrigens in 2 Richtungen, nach rechts und nach links. Such mal die Pfeife. Ja, wo denn? Die ist ja runter in den Fluss gefallen. Wie soll ich die denn da suchen? Also beim Ball, nicht der Stuhl.
Es war mir schon klar, dass du den Ball meinst. Zumindest dachte ich zumindest, dass ich davon ausgehen kann. Und Einhornkadaver, danke für den Hype. Immerhin. Vor allem, wie weitläufig das hier ist. Das ist krass. Das ist der Wahnsinn. Der Dorfdepp. Wir haben den Dorfdepp gefunden. Guck, schau an, der Dorfdepp. Der sieht nicht sehr clever aus. Nee, tatsächlich nicht. Wie ist denn die Musik hier? Überaus passend zum Dorfdepp. Was? Ein kleiner Gruß aus der Lörker-Ecke, weil noch auf Arbeit. Dankeschön für ihn. Danke, ich schicke einen Gruß zurück und baldigen schnellen Feierabend. Ich werde wieder übersehen? Wieso übersehen? Onkel, warum übersehen? Bestimmt im Januar. Oh, Einhornkadaver, bitte kein Stress deswegen machen. Ich glaube, ich mache immer zu viel. Onkel, ich sehe nicht mal, dass da hätte irgendwas geschrieben werden können. Wir werden im Twitch-Chat nicht angezeigt, dann sind es vielleicht tatsächlich zu viele Emotes oder so. Als erstes war um 20 Uhr oder so. Dann haut schon wieder mit den Donations irgendwas nicht hin, Payne. Keine Ahnung. Dann ist da schon wieder irgendein Problem. Das war ja vorhin bei Mani auch so. Der hat ja, wobei er nicht so lange warten musste. Bei ihm waren es bloß ein paar Minuten. Im Chatty werden sie gezeigt. Wer weiß, was da los ist. Weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was los ist. Kann es euch echt nicht sagen. Keine Ahnung. Rede mit dem Dorfdepp. Haben wir ein Problem? Sorry. Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostümfest. Ich verstehe. Nein. Weißt du etwas über magische Bohnen? Es gibt nichts über Magie, das ich nicht weiß. Nicht die Bohne. Was für Bohnen? Was für Bohnen? Magische Bohnen. Ich habe sie gegen einen radfahrenden Bären getauscht. Das ist sehr schlau. Er sagte, es seien magische Bohnen, die Glück und Reichtum versprechen. Und? Ich habe sie hier eingepflanzt, aber sie sind noch keinen Zentimeter gewachsen. Die Natur braucht Zeit für ihre Wundesamen. Du bist reingelegt worden, Junge. Vielleicht sind es Blindgänge. Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? Um sie wachsen zu lassen? Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Nun, ich... Und vielleicht teile ich den Ruhm und Reichtum mit dir. Onkel, vielleicht gibt es tatsächlich irgendwie eine Grenze oder so. Gib Spezialglas Dorfdepp. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verbindung findet. Wie wär's mit Erkältungssaft? Ich glaube nicht, dass er okay, wir brauchen also offensichtlich findet. Wirklich richtiges Wasser. Okay, wir brauchen Wasser für den Dorfdepp. Vielleicht klappt 42. Wie kommst du denn auf 42? Boah, hier gehen schon wieder 1, 2, 3 Wege ab. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wie soll ich mich denn jemals hier zurechtfinden? Jetzt sind wir auf der Seite. Ah. Alles klar? Okay. Gut. Tim King Baba. Baba. Tim King Baba. Vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Herzlich willkommen. Wasser. Brunnen. Wasser. Brunnen. 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 Alles klar. Brunnen. Alles klar. Werde ich mal außerhalb vom Stream testen, wie viele Emotes gehen. Oh Gott, was ist das denn? Eine Glocke? Eine Tür? Aha. Aha.
Eine sehr imposante Tür. Aha, öffne Tür. Da ist kein Griff. Das dachte ich mir bereits. Was ist denn das hier für ein Gerät eigentlich? Eine glänzende Metallglocke. Benutze Glocke. Wow. Benutze Klöppel mit Glocke. Wow, das funktioniert. Aber jetzt benutze Glocke. Einen Moment, bitte. Er hat das Licht ausgemacht. Was? So klein mit Hut. Doppelsumpf hier, 21 und 21 ist Quersumpf von 3 und dreibeinige schöne Kippeln nicht. Was? Genau. Ja, das macht absolut Sinn. Rapante. Wirf dein Zettel runter. Nice. Das scheint Rapunzels Turm zu sein, ja. Es ist Wasserstoff-Superoxidblond. Wasserstoff-Superoxidblond? Aha. Alles klar. Weißt du Bescheid? Oh, was? Na, ich bin ja mal gespannt, was jetzt kommt. Hä? Wo ist es denn? Muss da nicht was dazugehören eigentlich? Boah. Wow. Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe. Komm, um euch zu befreien. Ich bin Prinz Charles. Begebe dich in meine Arme, genau. Vergebt mir, Schönste. Ich bin euer nicht wert. Ich bin Prinz Charles. Komm und begebe dich in meine Arme. Du bist der dritte Prinz Charles in dieser Woche. Oh. Die Hexe hat die anderen gefangen und zu Fleischpastete verarbeitet. Oh Mist, dann ich bin doch nicht Prinz Charles. Welche Hexe? Aber dafür der Beste. Fleischpastete? Und das sind nur die, die noch Glück hatten. Du solltest mal sehen, was mit dem Rest passierte. Schlimmer als Fleischpastete? Alles klar. Sieht aus wie eine Fleischpost. Ja, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, das gebe ich zu, ja. Sie wartet wohl auf die Hexe, ich weiß nicht. Aber wer ist die böse Hexe? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie als war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Moment mal. Sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles. Mein Gott! Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Na, juchu. Hübsch. Womit habe ich das verdient? Yummy. Ernsthaft hat er jetzt das Ferkel eingesteckt? Rapunzel? Really? Rapunzel? Schick.
Onkel, nee, vermutlich, soweit ich weiß, Seven Days to Die am Donnerstag. Sasu und Gary wollten das gerne auf Donnerstag legen. Du bist ja gar nicht die Hexe, also dachte sie, er wäre die Hexe. Warum hat sie denn die Haare runtergeschmissen? Na, damit die Hexe hochkommen kann, Trial. Mann, ist ja ein Schwurz los. Also wirklich, Rapunzel. Wow. So, was haben wir hier noch? Spanische Wand. Eine ganze Ladung Kitschromane und Unterwäsche liegt hier herum. Unterwäsche. Nimm. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Benutze Unterwäsche. Mit, keine Ahnung, Rapunzel. Das geht doch so nicht. Alles klar. Das wird also so nichts. Keine Ahnung, warum wir hinter die spanische Wand können. Das Haar. Haben wir hier ansonsten noch irgendwas neben dem Haar? Nein. Das heißt, wir können jetzt hier einfach wieder... Moment, Bodenbretter? Bodenbretter? Sehen aus wie solide, hölzerne Fußbodenbretter. Bist du dir sicher? Öffne Bodenbretter. Öffne Bodenbretter. Öffne Bodenbretter. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Entferne Bodenbretter. Das trage ich nicht. Rede mit Bodenbrettern. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Benutze Metalldetektor. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Benutze Schere mit Bodenbrettern. Das geht doch so nicht. Vielleicht ätzt es ja die Sumpfsuppe weg. Das geht doch Nein? so nicht. Okay, nicht die Sumpfsuppe. Vielleicht stemmen wir es auf mit dem Schild. Das geht doch so nicht. Ich hab keine Ahnung. Ein Zugang verschaffen, der dich entstellt hat und zwei Prinzen geschlachtet hat. Ach, Trial. Wenn du keine andere Wahl hast, was sollst du sonst tun? Okay, keine Ahnung, wie das mit den Bodenbrettern hier läuft. Aber irgendwas ist mit den Bodenbrettern noch. Irgendwas müssen wir auf alle Fälle mit denen dann noch machen. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir die hier noch haben. Aber der Onkel hat recht. Es ist Zeit. Es ist Zeit für Raupe ins Bett zu gehen. Vielleicht ist was zwischen die Bretter gerutscht. Ich dachte, habe ich den Seil und das Magnet nicht versucht? Kannst du was vom Haar mit der Schere nehmen? Kann ich versuchen, benutze Schere mit Haar? Dann könnte ich nicht hochklettern. Nein, dann könnte ich nicht hochklettern. Wir klettern gerade noch mal kurz nach oben und ich versuche das noch mal mit dem Magnet und dem Seil. Bodenbretter für die Holzwärmer. Ja, ich kann sie halt nicht mitnehmen, reiner Geist. Rapunzel hätte sicher gern die Suppe haben wollen. Das kann ich ja noch versuchen, ihr zu geben. Wir haben Rapunzel schließlich im Hut. Nur wie rankommen, weiß ich auch nicht. Wir probieren jetzt nochmal das Seil und den Magneten. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Das geht kann mir vielleicht so Rapunzel nicht. Was dazu sagen? Das geht Nein. doch so nicht. Benutze Sumpfsuppe mit Rapunzel. Das geht Nein. doch so nicht. Ja, ich weiß, Onkel, ich mag das auch nicht. Aber ich muss leider arbeiten. Ist ja auch ultra kurz. Ja, man könnte auch hier an der Seite mit Sicherheit nie, never, ever was abschneiden. Das geht so nicht. Weil, also... Dann könnte ich nicht runterklettern. Ist ja nicht so, als wäre hier noch mega viel dran. Vielleicht, warte, wenn ich hier an die Seite... Dann könnte ich nicht runterklettern. Ja, natürlich nicht, nein. Nein. Nein, natürlich nicht. Bodenbretter. Benutze, schließe, nimm, verzehre, rede mit, entferne, trage, gib. Trage. Mein guter Geschmack sagt mir nee. Was ganz anderes. Es geht nicht. Ich komme nicht unter die Bodenbretter. Feder. Benutze Feder mit, keine Ahnung, warum das ich das versuche. So okay. Es geht leider nicht. Das geht doch so nicht.
Ich werde jetzt hier nochmal benutze Postkarte, ja, muss ich machen, glaube ich. Genau, dann kann ich nämlich speichern. Spiel speichern. Ich hoffe, das hat er jetzt getan. Ich hoffe wirklich, er hat das getan. Und dann hoffe ich, ihr hattet einen wunderschönen Retro-Abend gemeinsam mit mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich werde euch jetzt... Ich schicke euch zu den Bibern rüber. Ach kommt, was soll der Geiz? Ich schicke euch zu den Bibern rüber. Da werden die meisten vermutlich eh hingehen. Das letzte Stücken, ja. Und ich freue mich dann schon auf morgen. Mal gucken, was wir morgen machen. Da ja vermutlich kein 7 Days to Die, das wird dann erst Donnerstag sein, müssen wir mal schauen, was wir morgen Schönes machen. Und ich hoffe, ihr kommt morgen alle gut raus, gut in den Tag. Und wir sehen uns dann morgen am späten Nachmittag in aller Frische, die irgendwie möglich ist, wieder. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bye, bye. Bis morgen.